Liebe Zuschauerinnen, liebe Freunde, liebe Finde, liebe Fs, herzlich willkommen zur neuesten Konversation. Heute bin ich da mit dem Dominik Feusi, Bundeshauschef Nebelspalter. Er ist aber nicht der Chef im Bundeshaus, habe ich richtig verstanden? Nein, nein, lieber nicht. Der Nebelspalter hat das Bundeshaus noch nicht gekapert. Noch nicht ganz. Das wäre in der Aufgabe von StrickerTV. Okay. Du bist seit Jahrzehnten Journalist und ich muss sagen, ich weiss erschreckend wenig. Hat auch damit so, dass ich nicht gross Mainstream-Medien konsumiert habe vor dem ganzen Corona-Wahnsinn. Ich bin nie Mainstream gewesen, glaube ich. Bist du nicht? Nein. Aber du bist beim Tagi gewesen, oder? Vorher, also eigentlich bei der Batz seit 2012. Das war nie Mainstream gewesen. Und dann hat ja die Tagesanzeige, also Tamedia, hat Basler Zeitung gekauft. Und dann bin ich 2,5 Jahre Mainstream gewesen. Ja, super. Mit dem Gesicht gut gesehen, kannst du dich noch ein bisschen abnehmen, sonst sieht man dein schönes Kinn nicht. Genau, super. Und das heisst also, du bist eigentlich dann immer schon ein bisschen liberal unterwegs gewesen, auch unter dem Haus vom Tagi, sage ich mal, oder? Genau, ich finde auch, es ist die Aufgabe von einem Bundeshausjournalist. Oder, wenn du im Bundeshaus schaffst, dann musst du ja eigentlich den Staat und das, was er macht, hinterfragen. Und dann hilft es, wenn du liberal bist. Ja, man hört also jetzt mehrfach gehört, dass die Verquickung von Bundeshausjournalisten und Bundesrat ein bisschen unglücklich ist, weil sehr viele Leute, die zuerst bei den Medien arbeiten, nachher irgendwie eine Pressesprecherstelle für den Bundesrat oder so übernehmen. Und dass man da die Leute so ein bisschen wie eine, zum brav eine, wie sagt man, nicht eine züchten, aber auch dressiert, dass man gar nicht gross Lust hat, nachher mit den Leuten anzuzecken, weil man hinter einem einen prestigeträchtigen Job zu schanzen. Ja, es ist nicht ein Dressieren, weißt du, so ein bisschen offensichtlich, sondern es ist mehr so ein bisschen, schwingt so ein bisschen mit. Ich kann mich gut erinnern, eine der ersten Pressekonferenzen, wo ich war, von Alain Berset im Übrigen, habe ich eine kritische Frage gestellt. Und dann ist eine welsche Kollegin zu mir und hat gesagt, aber Dominik, so bekommst du nie einen Job auf die andere Seite der Straße. Also. Und so, es ist mehr so, hast du so ein Gefühl, ein Gespür und so. Und es spielt schon eine Rolle. Also ich meine, die Medienbranche ist unter Druck und es gibt Leute, die Angst haben um ihren Job und um ihre Zukunft. Und ja, dann machst du vielleicht das eher nicht, oder? Hast du jemals geliebäugelt mit dem Job auf der anderen Seite der Straße? Nein, ich kann nicht beim Staat arbeiten, kann ich gerade nicht. Ich kenne Leute, die dort arbeiten, auch in der Kommunikationsabteilung. Das ist ein ganz mühsamer Job, weil irgendwie, das ist komplizierte Abläufe und du bist in einer riesen Maschinerie und so. Ich bin aber in meinem Leben mal auf der anderen Seite gewesen. Ich war 10 Jahre PR-Berater und Lobbyist gewesen. Aber mehr eben für Verbände, auch für Unternehmen und so. Und auch dort ein bisschen auf der Gegnerseite vom Staat, oder? Also, ich musste Verbände irgendwie vor Regulierung bewahren. Auch vom Herrn Berset zum Beispiel. Also, du bist Vollblutjournalist schon dein ganzes Leben? Nein, also eben, während der Uni habe ich alle gerne Aushilfe gemacht, beim Boten der Ruhrschweiz, hervorragende Lokalzeitung. Habe jetzt Handwerk gelernt in der Schweiz, von ganz tollen Leuten. Und es war natürlich eine coole Zeit gewesen, weil man im Journalismus noch hat können, auch als Student gut Geld verdienen so in den Semesterferien. Und dann bin ich nach der Uni bin ich persönlicher Mitarbeiter geworden von einem Politiker, von Guido Zech. CVP damals, Gesundheitspolitiker, Paraplegikerzentrum Notwil, bin das 3 Jahre gewesen. Und dann, so bin ich ein bisschen auch ins politische Geschäft, ins Lobbying hineingekommen. Dann bin ich dort gegangen, habe zuerst ein bisschen selbstständig geschafft, habe später dann, was ist das, 2006, bin ich in eine Lobbybude, also eine Agentur eingestiegen in Bern. Lobbybude heisst PR-Beratung, oder? Ja, PR und also Public Affairs, sagt man dem so ein bisschen modern. Also, unsere Kunden waren Verbände, Firmen, die ein politisches Problem hatten. Und dann haben wir geholfen, sie zu beraten, was sie sollen machen sollen, um etwas durchzubringen oder etwas verhindern oder in Dialog treten mit Politikerinnen, Politikern, mit Behörden, mit Bundesräten, mit was sie auch nicht unbedingt, dass man mit Medien kommt, sondern mehr. Ja, das spielt immer, wir haben es mit 4 Ebenen geschafft, oder? Also irgendwie hast die Exekutive, du hast die Legislative, du hast die Medien ist eine Ebene und die vierte ist so die öffentliche Meinung. Also ich habe immer gerne die veröffentlichte Meinung und die öffentliche Meinung unterschieden. Und so auf diesen 4 Ebenen schaffst du, Medien ist eine von diesen 4 und es gibt im Lobbying gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, wo das wichtig ist, die Medien zu haben, aber wir haben immer gesagt, der beste Lobbyist ist der, wo man gar nicht merkt, dass er rum ist. Genau, jetzt haben wir ja veröffentlicht. Die Meinung ist ja, 99% findet alles super, der Bundesrat macht. 1% sind so Verschwörungsschwurbler. Die öffentliche Meinung ist aber anders. 39,8% haben das Gesetz abgelehnt, obwohl man ja Unterdrückung mit Unterstützung noch verknüpft hat.
Oder? Das hat man trotzdem, hat man recht Kantone gefunden, wo das gefunden hat, man will das nicht mehr. Und jetzt geht es auf den November zu. Mhm. Spürst du im Bundeshaus irgendwie die Atmosphäre, dass da die Leute das Gefühl haben, das könnte langsam kippen? Dass man da wirklich Gefahr läuft oder die Hoffnung kann haben, dass am 28. November die Leute das Nein in die Turnen rühren, mehrheitlich? Ich spüre ein bisschen Nervosität. Oder? Weil ich meine, das grosse Argument, wo funktioniert hat bei der letzten Abstimmung, dass irgendwie alle Hilfen dann weg sind, oder? Das Argument, das zieht nicht mehr. Und man merkt jetzt ja, dass Befürworter kommen mit dem Argument, wenn er jetzt da ein Nein in die Urne legt, dann werden er nie mehr ins Ausland können reisen, oder? Und das ist, wenn ich jetzt so ein bisschen, wenn ich meine alte Hut als Lobbyist, ich habe auch Abstimmungskämpfe und Wahlen und so ein bisschen begleitet, dann muss ich sagen, das Argument, das pfeift aus dem letzten Loch. Also weißt du, irgendwie, so ein Argument holst du führen, wenn du wirklich gar nichts mehr sonst hast. Das ehrliche Argument wäre ja, wenn schon, es bricht Zombie-Apokalypse aus, Leute werden sterben. Aber da wissen sie, dass es nicht mehr zieht. Leute impfen sich nicht wegen dem, die Leute impfen sich wegen der Freiheit. Oder? Mhm. Das spricht auch dafür, dass der Bundesrat dass überhaupt jetzt die Regierung als erstes Argument die Unfreiheit beim Reiseverkehr dort erwähnt. Das ist wahnsinnig vielsagend. Auch irgendwie wirklich. Also, man könnte ja argumentieren, das braucht es, um das Gesundheitswesen zu retten. Irgendwie, man könnte ja sachlich argumentieren. Oder? Ich habe immer als Lobbyist gewusst, wenn die Gegenseite irgendwie unsachlich argumentiert oder irgendwie komisch oder etwas führen zieht oder so, dann weiss ich, dass ich immer relativ gut unterwegs bin. Aber Gas ist noch lange nicht, oder? Ist klar. Hat nicht die SVP etwas unterwegs, dass man quasi das Zertifikat kann beibehalten im Zusammenhang mit dem Ausland, aber dass man sie in der Schweiz nicht mehr darf verwenden? Und so würde man das letzte Argument auch noch wegbröseln, oder? Gut, aber das wird man natürlich, ich glaube, jetzt bin ich nicht mehr sicher, ist es eine Motion oder eine parlamentarische Initiative oder so, das wird man natürlich im Herbst dann irgendwie abschiessen im Rat, also mache ich mir keine. Aha, okay. Und dann ist es nicht rum, oder? Also, prove me wrong, vielleicht bin ich völlig falsch, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, hat jemand von der SVP so etwas eingereicht und eben, ich meine, das wissen eigentlich alle, dass man es so könnte machen, oder? Man könnte sagen, man tut so ein Zertifikat machen für die dann das Gefühl haben, sie brauchen das, um in die Ferien zu gehen. Man kann ja in die Ferien ohne das Zertifikat, aber das ist nicht im, ja, da kommt dann ein bisschen harte Abstimmungskampftaktik rein und Abstimmungskämpfe sind, wir tun das zwar immer so ein bisschen abspulen, so ein bisschen, weißt, ausgleichen und so. Aber so Taktiken hinter Abstimmungskämpfen sind knallhart, oder? Muss man schon sehen. Da geht es nicht darum, wie man kann sachlich und ehrlich überzeugen kann. Da geht es darum, mit welchen Kniffs und Tricks kommt man eine Mehrheit über. Da gibt es für beide Seiten. Ja, es geht immer um beides. Also, in den Debatten hat man ja dann gleich auch gute Debatten, wo man irgendwie sachlichen Austausch hat. Und ich glaube, gerade wir Medien, wir müssen das irgendwie, das Fähnchen von der sachlichen Auseinandersetzung ein bisschen aufheben, möglichst, oder? Probieren wir nicht nur, ist auch nicht nur unsere Aufgabe, oder? Wir müssen auch ein bisschen polemisieren, ist auch cool und führt auch dazu, dass sich vielleicht Leute mit Politik beschäftigen, die es sonst nicht tun, ist auch eine wichtige Aufgabe, aber irgendwie nicht nur das eine, dann klickt uns niemand und nicht nur das andere, dann ist es ein Quatsch. Komm, reden wir über den Nebelspalter. Wie bist du zufrieden mit dem Launch? So zahlenmässig bin ich sehr zufrieden. Also wir haben wirklich sehr viel, also das sind natürlich auch, sag's offen, Fans von Markus Somm, vielleicht zwei, drei von mir, die gekommen sind und uns sofort gut gefunden haben und so. Und die Bewährungsprobe, finde ich, aber kommt jetzt, oder? So in den nächsten 12 Monaten. Zahlenmäßige Anzahl Abonnenten, tun das kommunizieren? Wie nein, tun wir nicht. Nicht, nicht. Wieso nicht? Dann vielleicht auch nicht so viel. Ja, Geschäftsgeheimnis. Nein. Also, wir haben. Auf verschiedenen Plattformen kann man es ja sehen, aber zahlende Abonnenten ist ein Geschäftsgeheimnis. Oder? Mhm. Aber wir haben genug, oder? Aber wir müssen noch wachsen. Weißt du, irgendwie so, da gibt es ja die Businesspläne und dann sind die so und so hoch bis Ende Jahr. Und, Ich habe auf dem Nebelspalter stand etwa 10 Jahre, haben wir gehört, dass wir etwa 6'000 Abonnenten haben oder so. Oder haben. Ja. Da kann ich dann in beide Richtungen sich entwickelt haben, wahrscheinlich eher abwärts. Nein, aufwärts, also im Print. Das war im Print, gewesen, ja, oder? Genau. Das ist aufwärts. Also Print, ich habe es nicht im Kopf, ist aber fünfstellig. Ja. Und der Print ist wichtig für den Umsatz oder für den Gewinn? Ich finde immer noch,
Weiss jetzt gar nicht auswendig. Aber schreibt schwarze Zahlen, ehrlich gesagt. Aber ich weiss es nicht im Detail. Und ich finde einfach Print, weißt du, es hat noch etwas Schönes, irgendwie so ein Heft oder so. Und hat es mit Prestige zu tun, dass man nur ein Internetorgan ist? Nein, ich glaube wirklich, ich glaube eben, dass die Leserinnen und Leser das auch noch cool finden. Irgendwie auch etwas in die Hand nehmen und so. Aber ich meine, jetzt ein Abo ist ja bei uns, weißt du, ja, du abonnierst nur online zum Beispiel oder nur Print oder beides. Also es ist ja nicht. Wie ist der Übergang gegangen? Also Nebelspalter ist ja 150 Jahre alt, Satiremagazin, ich glaube, ununterbrochen erschienen. Das älteste Satiremagazin genau, der Welt, das genau, es noch gibt. Ja. Wo ununterbrochen erschienen ist, drin, so etwas, glaube auch. Und jetzt hat man da doch einen Kurswechsel gemacht. Man hat zwar immer noch Satire, glaube so 20% vom Blatt wird Satire bleiben sein, nehme ich an. Finde ich sehr spannend, finde ich auch vielversprechend, dass man es probiert, das rüberzunehmen, den Namen zu bewahren, wie bei der Weltwoche, glaube auch schon. Die Ostschweiz hätte das auch können machen durch einen kleinen Trick. Wie ist das gegangen? Hat es da, also, da ein bisschen blutet am Anfang, dass ein paar Leute gesagt haben, so ein bisschen linke Abonnenten, die sagen, nein, jetzt wollen wir nicht mehr? Oder ist das sofort überlappt worden von neuen Zuläufen? Also beim Print oder, haben wir ja nicht viel verändert beim Heft. Und es gibt, glaube ich, jetzt ein neues Layout oder so beim Heft. Und das tun wir so ein bisschen säuferlich angehen. Und das ist ja richtig, haben wir auch den Abonnenten versprochen. Und dann gibt es klar, es gibt Leute, die abspringen, wenn der Markus Somm seinen Namen auftaucht. Aber ja, es gibt auch Leute, die wegen dem aufspringen. Genau. Ehrlich gesagt, ich weiss jetzt nicht, wie sich das die Waage hält. Und im Online ist es natürlich ein Spagat, oder? Also ich meine, am Schluss hat Markus Somm, und ehrlich gibt es auch zu, auch mir, hat der Name Nebelspalter wahnsinnig gut gefallen. Der Nebelspalter, irgendwie Klarsicht schaffen, irgendwie genau anschauen und so. Und wenn du die Geschichte vom Nebelspalter anschaust, ist klar, es ist immer ein humoristische, politisch-humoristische Illustrierte, ist es 1875. So, glaube ich, untertitelt, wenn ich die Wörter richtig zusammengebracht habe. Und das ist cool, natürlich. Es war eben immer eine politische Angelegenheit. Und in dem Sinne auch liberal, weil Satire eigentlich immer Geist öffnet. Und also gute Satire tut halt immer ein bisschen den Status quo hinterfragen und schauen, eben, wie kann man eingerostete Strukturen wieder aufbrechen oder so. Oder? Ja, und bei der Gründung ganz stark auch antikatholisch, weißt, so ein bisschen Kulturkämpfer ist so ein bisschen die Schwarzgerockten hat man so ein bisschen auf die Chippe genommen, 1875. Und jetzt, wenn ich mich recht erinnere, haben ja vor allem, also Nebeltier, sondern Nebelspalter, ja, bevor ihr an Bord gekommen sind, ja vor allem sind ihr bei den Zahnarztpraxen aufgelegt. Genau. Die sind sehr ein altes Klientel, wo langsam auch am Wegsterben ist, nicht wegen Corona, sondern altersbedingt. Und jetzt müssen das ja quasi ablösen. Und ich sehe bei euch jetzt gerade im Videobereich, haben da viele junge so Influencer und so. Das ist auch eine bewusste Entscheidung, dass ihr auf jüngeres Publikum auch zielt, oder? Ja, also ich glaube, im Print sind die Zahlen sind eben gut, oder? Aber wir wollen mit diesen Videoformaten herausfinden, was man machen kann. Das sind auch Versuche, oder? Und irgendwie Leute erreichen, die vielleicht Die liberale Sache, die freiheitliche Sache, die Diskussion über Grundsätze in dieser Politik vielleicht vermissen auf anderen Orten. Auf SRF gibt es ja, das, was wir machen, gibt es auf SRF nicht, finde ich. Oder auch beim Tagesanzeigen, bei 20 Minuten, findest du das nicht. Das, was wir anbieten. Und das sind ein bisschen Versuche, eben auch, ich gebe es zu, auch neue Schichten zu erreichen, neue Leute. Und wer hat herausgefunden, was klappt gut? Es ist extrem unterschiedlich. Manchmal weiss man auch nicht, wieso. Also der tägliche Podcast Bern einfach, den ich selbstverständlich empfehle, den Markus Somm und ich jeden Tag machen, am 5. Das ist nur für Abonnenten, oder? Nein, das ist frei zugänglich. Sind alle Videoinhalte frei zugänglich oder haben alle im Abo-Bereich? Ja. Alles frei zugänglich. Jawohl, also Videos und Podcasts sind frei zugänglich. Und der tägliche Podcast, der läuft sehr gut. Da haben wir irgendwie vor einem Monat oder so haben wir 10'000 Abonnenten geknackt. Also, die das irgendwie abonniert haben, sei es so Spotify, Apple Podcast oder so. Und dann gibt es natürlich die es auf der Website hören. Und da haben wir auch sehr gute Feedbacks. Wir tun einfach jeden Tag so ein bisschen eine Viertelstunde über das reden, was aktuell ist, sozusagen. Eine Viertelstunde nur? Ja. Und ihr miteinander oder jeden Einzelnen macht das? Nein, miteinander. Also in der Regel bin ich... Das habe ich noch nie gesehen, tut mir leid, ich habe es verpasst. Das ist kein Problem. Ich habe nur Marco Rima geschaut bis jetzt. Der ist natürlich hervorragend. Oder? Nein, es ist einfach ein Gespräch, es ist ein Podcast, es ist nicht gefilmt. Oder ich bin in der Regel in meinem Büro in Bern, im Medienzentrum, vis-à-vis vom Bundeshaus, und er sitzt im Büro
im Nebelspalterbüro in Zürich. Und dann fragt er mich, du, was läuft in Bern? Das ist ein der Einstieg. Die Leute lieben immer noch Audio, das ist etwas, was man unterschätzt. Ja. Ich glaube, auch unser Gespräch wird wahrscheinlich am Schluss eine Mehrheit einfach nur gelesen haben, vielleicht 2-3 Minuten geschaut. Mhm. Aber wenn man nur so 2 Talking Heads, so sprechende Köpfe... Wir haben einfach gemerkt, dass viele Leute nicht... Also gut, wir haben vielleicht eher eine ältere Klientel, aber viele von unseren Zuschauern merken nicht, dass sie ein YouTube-Video auch einfach hören können. Ja, das Problem ist bei YouTube, wenn man es nur mehr hören will, dann will man es abschalten, das Handy, um nicht aus der Taste zu kommen. Dann ist es weg. Und das geht nur mit einem Abo. Wenn man es abonniert für 15 Stutz im Monat, dann kann man das. Okay. Ja. Aber sonst geht es eben nicht. Dann hat man noch die Werbung und so, weil man auch ein bisschen nerven kann. Mhm. Aber das heisst also, ihr habt bewusst jetzt Audio und Video, aber Video ist schon das, wo dominiert, oder? Ihr habt einfach für euch für Audio entschieden, weil es einfacher ist, auf täglicher Basis etwas zu produzieren. Genau, genau. Und dann, ich mache noch so eine Sendung für unsere Federal, also wo ich einmal in der Woche einen Gast habe, wo ich eine halbe Stunde rede mit ihm, über jeweils ein aktuelles Thema. Also irgendwie letzte Woche der Gerhard Pfister, ich habe schon mit dem Konstantin Beck etwas gemacht, ich mache etwas mit dem Stefan Rietiker jetzt dann, mit Cedric Wermuth, einfach querbeet, einfach eine halbe Stunde reden. Das ist extrem erfolgreich, weil einerseits Zuschauer sagen, es ist cool, man kann einmal zuhören und du lässt jemanden ausreden. Mhm. Und auf der anderen Seite sagen auch Gäste, ich muss irgendwie nicht irgendwie mich kurz fassen auf 30 Sekunden, sondern ich kann auch mal etwas erklären, warum ich das so oder anders finde. Habt ihr euch Gedanken gemacht, Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch zu machen? Habt ihr euch das ein bewusster Entscheid gewesen, wenn ihr macht? Ja, wir haben im Moment wirklich den Fokus auf der Deutschschweiz, ganz klar. Also Schweizerdeutsch? Jawohl. Genau. Habt ihr überhaupt Hochdeutsch Inhalt? Also nein. Wenn ihr einen deutschen Gast habt natürlich. Und ja, klar, ja. Ja. Mhm. Ja. Genau, das war ein bewusster Entscheid. Ist das, ich kann sagen, der Roger Köppel, der darf den Namen sagen, oder haben wir da Konkurrenzverhalten? Ich weiß es gar nicht. Ja, natürlich ist er ein Mitbewerber, aber der Feind ist links. Der macht in einer One-Man-Show, das ist glaube ich schon seit mehreren Jahren mittlerweile, da ist dir und mir zuvorgekommen mit dem und hat er, glaube ich, das eine sehr hohe Aufmerksamkeit oder sehr hohe, hohe Views-Zahlen. Ja. Denkst du, ihr habt ja richtige Star-Truppe an Bord mit Tamara Wernli, mit dem Reto Brennwald, mit Marco Rima. Denkt ihr, könnt mit der geballten Macht an Zahlen von Roger Köppel allein herkommen? Ja, ich glaube schon, also mit der Zeit. Ich meine, bei ihm ist das auch nicht von Anfang an gegangen. Und weißt, ich finde, bei diesen Videosachen, ich weiß nicht, wie es dir geht, du hast auch keine viel Erfahrung. Man muss ein bisschen ausprobieren, muss ein bisschen spielen. Mhm. Schauen, was funktioniert, auf Feedback hören. Wir werden eine neue Website aufschalten, heute Nacht. Und, neue Webseite? Ja. Heute Nacht? Ja, wo ein bisschen besser, also wo wir auch, also wir haben eine grosse Befragung von den Abonnenten, von den Lesern und auch von denen, die gekündigt haben. Es gibt ein paar wenige gemacht und wir müssen uns diesen Kundenbedürfnissen anpassen. Also Nebelspalter.ch hat schon relaunched nach einem halben Jahr. Ja, also relaunched. Nein, es ist vieles noch genau gleich, aber rein von der Struktur, von der Suche, von den Nutzermöglichkeiten werden wir einen Schritt vorwärts machen. Ich glaube, jetzt ist ein paar Stunden vorher etwas kannst du verraten, oder? Was ist da grundlegend anders? Ja, wir werden ein bisschen mehr auch mit Themen arbeiten, also dass verschiedene Themen besonders herausgestellt werden. Themen, die teilweise kurzfristig aktuell sind, aber vielleicht auch Sachen, die langfristig aktuell sind. Also ein Thema wird Klima und Energie sein, ein Thema wird Corona sein. Was mich wundernimmt, ist, das ist das Problem von der Weltwoche, nach meiner Meinung. Und das ist der Vorteil vom Mainstream, dass sie wirklich auf tagesaktueller Basis Dutzende Artikel raushauen können. Oder noch mehr. Und da fehlt ja eine Art uns, egal ob StrickTV, Nebelspalter oder Weltwoche, da fehlt wahrscheinlich einfach das Kapital, das zu machen, oder? Oder so richtig tagesaktuell. Also wenn man wissen, was jetzt der Bundesrat gerade so beschließt, dann geht man leider lieber auf den Blick oder auf SRF. Dann musst du einfach Bern einfach hören. Oder weil ich gehe, wenn am Mittwoch die Medienkonferenz ist, haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht, dann gehe ich zurück ins Büro, nehme Bern einfach auf, erzähle am Anfang, was die wichtigsten Beschlüsse gewesen sind und diskutiere dann mit dem Markus Somm darüber. Oder? Das ist faktisch eine Analyse von 2 Leuten, die ziemlich viel Erfahrung haben. Und dann unten dran verlinke ich in der Regel, wer dann die Medienmitteilung vom Bund noch im Original lesen will oder so. Also ich finde eben, Audio ist dort kein gut und also sehr schnell. Ich bin voll auf deiner Seite. Ich bin auch tagesaktuell. Oder? Jeden Tag mache ich das jetzt seit längerer Zeit, seit knapp 1,5 Jahren. Und da ist ja, ich sehe einfach den Wert vom Tagesaktuellen. Oder weil die Leute, eben alte News sind nicht mehr so interessant oder sehen das Problem von der Weltwoche. Natürlich kann man Hintergrundrecherchen machen, man kann die Leute begeistern, Schweizer Monat macht es auch so. Genau, cool. Aber ich sehe einfach in der heutigen Zeit ist es sehr schwierig, die Leute, weißt du, da musst du fast einen philosophisch-politologischen Approach haben, wenn du Sachen besprichst. Und dann bist du bei so einem kleinen Publikum oder so.
Genau, und das Problem ist ja, es geht immer um Personen, es ist eine Seifenoper, die miteinander abläuft, der Berse und Merkel mit der Raute und so weiter. Und das klappt irgendwie nicht so gut in den Hintergrundberichterstattung. Es sind euch dem Problem bewusst, aber teilt ihr die Meinung gar nicht? Mal, wir versuchen natürlich, wir versuchen auch über das zu schreiben, was am Tag aktuell ist. Oder eben mit einem Podcast das ein bisschen aufzuheben und aufzufangen. Oder? Es ist einfach, du hast insofern recht, wir sind ein kleines Team. Also wir sind irgendwie 6-7 Journalisten. Und dann ist einfach sehr oft die Frage, wer ist noch um das zu machen? Aber ich tue mir zum Beispiel, der Mittwoch ist für mich meistens reserviert für Bundesrat sozusagen. Mhm. Aber ich kaufe keine Nachrichten ein über SDA, also Kisten SDA. Nein, machen wir nicht. Es ist wahnsinnig teuer und dann muss es irgendwie. Wenn Kollegen zuhören, sind es wahrscheinlich hässlich. Aber es stimmt, ich meine, bei den BATS hatte ich manchmal Dienst und habe dann diese Sachen abgefüllt. Weißt du, auf den toten Baum. Ich musste es immer umschreiben. So komische, wertende Wörter drin sind. Aber das ist ein Quatsch, oder? Also, das wird eben auch. Im Journalismus, es gibt keine Eunuchen, oder? Es gibt niemanden, der nicht eine Meinung im Rucksack hat. Und bei der SDA sind das bestimmte Meinungen. Und es ist schon, es ist gut geschrieben, aber es hat einfach immer einen Drall. Mhm. Und den wollte ich nicht, oder wenn wir nicht beim Nebelspalter haben. Würdest du denn lohnen, einen Journalisten zu erstellen, so Volontäre oder so Praktikanten, die einfach die Agenturen Meldung nehmen und so umschreiben, dass es nicht mehr am Original festhändelt? Weil der Inhalt selber ist ja nicht schützenswürdig, glaube ich. Man müsste einfach die Nachricht aufbereiten. Mhm. Das lohnt sich nicht. Es ist immer noch billiger, das zu abonnieren. Und einfach so copy-paste. Oder es hat ja lange, das heisst, Schweizerische Politische Korrespondenz war eine bürgerliche Nachrichtenagentur gewesen, bis 1992, 94, irgendwie dort umeinander. Mhm. Und ich finde, die hat zwar Verlust gemacht, ist aber ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass die Wirtschaftsverbände ausgeglichen. Und es ist eine Katastrophe, dass man das eingestellt hat. Oder überhaupt in den 90er Jahren hat man halt wahnsinnig viele Fehler gemacht auf der bürgerlichen Seite. Oder man hat gemeint, noch vor dem Internet. Ja, würde ich sagen. Vor und dann auch mit dem Internet. Man hat einfach das Gefühl gehabt, in den 90er Jahren hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, jetzt haben wir den ideologischen Kampf haben wir gewonnen. Oder? Marktwirtschaft, Freiheit hat gewonnen. Mhm. Und jetzt sind wir irgendwie 30 Jahre später und sie ist noch nie so bedroht gewesen. Das ist Wahnsinn, oder? Das ist auch das, was mich irgendwie so verrückt macht, oder? Und ich meine, du sprichst es wirklich an. Wenn man das noch hätte, dann würde man sie jetzt sicher nicht mehr einstellen. Da bin ich sicher. Auch die Wirtschaftsverbände nicht. Oder weil mit so dem Nachrichtenfluss machst du natürlich Politik und du erreichst sehr viele Leute mit dem, oder? Und das ist ein Problem. Der Nebelspalter ist klein. Wir erreichen nicht die grosse Masse, oder? Und das ist, wir müssen uns das sehr schön aufbauen. Die Weltwoche muss sich das auch aufbauen. Der Schweizer Monat schafft auch an dem. Und ja, das ist einfach heikel. Und auf der anderen Seite hast du Tamedia oder wir noch von SRF reden, oder? Wo einfach etwas erzählen und es ist eine Million. Das ist Wahnsinn. Eine Million Leute, das erreicht, oder ja, was? Ja, je nachdem. Würde es nicht Sinn machen, dass man ist Mitbewerber einerseits, andererseits ist man im gleichen Boot. Ich sehe es auch bei unserer Bewegung jetzt mit Stricker TV. Wir haben jetzt da verschiedene so Blogger und Vlogger. Und da gibt es wieder so ein Wettbewerbsverhalten untereinander, das ich nicht nachvollziehen kann, weil wir sind vielleicht 3% vom Markt, wenn überhaupt. Und wir streiten ja um den. Wir müssen nicht um die 3% streiten, wir müssen die 97% angreifen. Exakt. Und dann müsste jetzt das Interesse da sein, dass eine Weltwoche, ein Nebelspalter, ein Schweizer Monat, ein Stricker TV, wer auch immer, dass die alle zusammenspannen und sagen, dann tun wir generell, jeder dort einen Journalist abstellen zum Beispiel, zum Nachrichten generieren und man dort die untereinander nachher dann untereinander austauschen. Oder ist das eine schlechte Idee, dass man etwas Tagesaktuelles anbricht, oder? Dass man wie so eine Agentur nochmal halt wieder gründen würde oder so. Man müsste sich das genau überlegen. Aber ich finde wirklich, ich finde deinen Ansatz gut. Oder im Sinne von, weißt du, wir dürfen uns nicht gegenseitig das Kopfweh noch irgendwie kopieren oder einander. Sondern wirklich, der Wettbewerb kann auch stimulierend, weißt du, irgendwie der Wettbewerb um gute Geschichten. Den schätze ich mit dem Kollegen Odermatt von der Weltwoche, wo das Büro im Übrigen 10 Meter von meinem Büro weg hat, im Medienzentrum. Ich meine, das ist gut und er treibt mich zu besserer Leistung, oder? Das ist, also weißt du, das irgendwie alles zusammen tun, finde ich nicht gut. Aber ich finde, darf ich nicht vergessen, aber ich habe es vorher gesagt, wer wirklich, oder für was wir stehen und wer wirklich eine Bedrohung ist, für das, wo wir stehen.
Ich habe den Nebelspalter auf YouTube abonniert und dann wieder deabonniert. Mhm. Wieso? Genau, da wird er dir als Input geben. Bin gespannt, was du dazu meinst. Ich glaube, es wäre besser. Also ich könnte den Hauptkanal beibehalten. Es ist immer schön eine grosse Zahl Abonnentenzahl, ist ein bisschen Prestigeträchtig und so weiter. Das Problem ist einfach, wenn dort so viel Zeug kommt und jeder vierte oder sechste interessiert mich. Weil es so komisch die Mischung ist, eben von Satire, also fast so ein bisschen so 22-Jährige und dann kommt Reto Brennwald und dann kommt etwas Hochpolitisches und das ist dann so ein Durcheinander. Mhm. Und ich habe irgendwie bei YouTube einfach das Gefühl, ich habe meine Lieblingskanäle, vor allem englischsprachige, und ich weiss einfach genau, was die liefern. Mhm. Oder ein Tim Pool ist einfach tagespolitisch, eben ähnlich wie ich unterwegs, immer das abarbeitet, was am Tag gerade so passiert ist. Und gibt es einen Joe Rogan, der ein philosophisch macht. Und nachdem, dass ich Lust habe, gehe ich den Kanal anschauen oder den Kanal anschauen. Und bei Nebelspalter habe ich so das Gefühl, es kommt so ein Sammelsurium an Sachen rein. Und es wäre interessanter, wenn ich Subkanäle von Nebelspalter könnte abonnieren. Jawohl, also der Rima oder der Song oder mich. Oder so spezifisch weiss ich, ob ihr das wollt. Das ist für Nebelspalter ungemütlich, wenn der Mara Wernli geht. Dann habt ihr quasi da einen Subkanal weg. Aber wenn es wenigstens würde irgendwie ordnen nach Interview, nach Satire oder so, dass man kann wie so einen Subkanal abonnieren will, dann würde ich mich dann. Vielleicht würden auch alle abonnieren, aber ich wüsste nicht mehr, was kommt. Jetzt genau, du könntest auswählen, wie man ein Menü sozusagen bei deinen Abonnenten, bei deinen Abos so hast. Dann ist Gefühl. Finde ich gut. Ich muss dir ehrlich sagen, ich selber bin nicht der YouTube-Experte, oder? Ich sehe es wirklich aus einer User-Perspektive und das tönt gut. Ich finde aber schon, ich habe jetzt etwa, glaube ich, knapp 12'000 Abonnenten, wobei es in letzter Zeit ein bisschen stagniert. Und glaube ich, also am Anfang sind die Uhren schnell gewachsen. Also stagnieren, nein, er wächst schon noch, aber nicht mehr so schnell. Und dann habe ich mir überlegt, wie das kann sein. Ich meine, ihr habt Tamara Wernli, die hat, glaube ich, ihrem eigenen Kanal 80'000 Abonnenten oder so. Und dann haben wir einen Marco Rima, der ja unglaublich Reichweite hat. Also jetzt nicht mehr so, weil sein Facebook-Konto verschwunden ist. Aber ich meine, ihr habt so viel Power dort rein, dass ich irgendwie erstaunt bin, dass der Kanal selber nicht gleich nicht explodiert. Und du meinst, es könnte an dem liegen? Dass man nicht nur mehr. Ich glaube, es wäre auch wertvoll, wenn Tamara Wernli in ihrem privaten Podcast wir mal auf den Nebelspalter aufmerksam machen vielleicht. Aber da weiss ich nicht, wie das läuft. Ich finde das gut, wenn du ihr das empfiehlst. Ja, ich würde es gerne persönlich empfehlen, aber sie hat ausgeschlagen, mit mir zu reden. Vielleicht kommt es ein anderes Mal. Ja. Genau. Der Markus Somm hat mir zweimal gesagt, da können wir reden. Er ist aber noch nicht gekommen. Weißt du, wieso? Ich glaube einfach, er ist als Chefredakteur wahnsinnig unterwegs. Muss ich es nicht persönlich nehmen? Nein, wirklich nicht. Und dann, sie kommen mit Mails rein und Telefon und er muss fast für alles schauen. Wir sehen einander den Kalender und er ist wirklich von morgen früh bis zum Abendsporttag. Und dann kann sein, dass etwas liegen bleibt, aber ich tue es gerne ausrichten. Genau, liebe Grüße von mir. Ja. Ich habe das Gefühl, er könnte dann ein paar Abonnenten von mir wegschnappen, wenn er persönlich erscheint. Ja, das probiere ich natürlich schon. Also nicht wegschnappen. Nicht wegschnappen, man tut sich auch kumulieren. Das ist ein riesiger Denkfehler, dass man eben das Gefühl hat, wie man ja ähnlich unterwegs ist, jetzt schaden wir uns gegenseitig. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich jetzt im Nebelspalter interviewt werde, würde gewisse Nebelspalterkunden mich abonnieren. Wenn du bei mir sitzt, würden gewisse Leute dich abonnieren. Das befruchtet sich. Und wenn man dir gesagt hat, bei uns 10% macht, Teil, wo man für da mit der Weltwoche zu haben, nicht um das streiten. Das ist völlig lächerlich, wenn wir probieren, den Mainstream zu untergraben, oder? Kann man so sagen? Und einfach letztlich, das ist ja, der Nebelspalter ist auch eine kleine Intervention, weißt du, auch von Leuten, die sagen, die Medienlandschaft braucht mehr Vielfalt und mehr Wettbewerb. Und nicht einfach nur, wir müssen irgendjemandem irgendetwas wegnehmen, sondern es geht am Schluss auch um Wettbewerb von Ideen, Wettbewerb von Lösungen, Wettbewerb von und heftige Debatten. Das gehört zu einer Demokratie. Ist es nicht erstaunlich, dass wir eigentlich de facto 4 bürgerliche Bundesräte haben, aber es mir nicht anbringen gegen Tamedia, Ringier, CA Media, SRF, wenigstens ein Format anzubringen, das Mainstream ist? Wieso? Also, weißt du, du hast auch gesagt, wir haben 4 bürgerliche Bundesräte, oder? Es ist noch ein bisschen schwierig, ob die alle bürgerlich sind. Und der Bundesrat funktioniert anders irgendwie. Und es ist ja nicht so, dass
die Bürgerlichen sind zwar stark in diesem Land, aber ich finde, sie sind bei gewissen Sachen halt elend schwach. Und es sind zwei Sachen. Eins hast du erwähnt, bei den Medien sind die Bürgerlichen wahnsinnig schwach. Und das Zweite ist, sie sind auch bei den politischen Instrumenten wahnsinnig schwach, also bei Volksinitiativen und Referenden und so weiter. Da kommt jetzt Freunde der Verfassung mit ins Spiel, wo genau den liberalen Gedanken zelebriert und glaube auch Politik zum Erstaunen gebracht hat. Also mich war überrascht, und gehört 23 Tage 187.000 Unterschriften. Das ist wahnsinnig. Und das ist auch die Währung, weißt du, in Bern. Aber wieso sind sie denn schwach? Ich meine, da ist das Kapital, da ist die Unternehmer, KMU, da ist Multimillionäre, die eigentlich müssen. Eben, ich glaube, ich darf das sagen, ich habe vorhin gefragt, 70 Investoren sind mit dem Nebelspalter eingestiegen, mit den 100.000 Franken, genau. 7 Millionen haben da können raisen. Wieso könnte das jetzt 70 Millionen sein? Oder wieso schafft man nicht, ein Mainstream-Medium zu etablieren? Also, ich glaube wirklich, weißt du, die Bürgerlichen haben in dem Land historisch haben sie nie müssen so wahnsinnig kämpfen. Bis Ende 80er Jahre ist die Bundesverwaltung in bürgerlicher Hand gewesen. Es war auch das Fernsehen zu einem schönen Teil bürgerlich gewesen. Sind die Medien sind noch nicht so links gewesen, außer bestimmte Medien. Ich habe das Gefühl, oder ein NZZ ist so klar bürgerlich und freiheitlich in den 80er Jahren, oder? Also ich glaube eben die und Wirtschaftsverbände, die haben gar nie müssen Referendum, dann musst du gar nie ein Referendum machen, weil du bringst deine Anliegen bringst du immer im Parlament durch, oder? Und müssen wir noch etwas anderes reden? Die Schulen, die Gymnasien, die Unis oder so, die sind auch, meine, die sind bürgerlich geprägt von FDP und CVP oder nicht von SVP oder aber von denen damals noch ganz stark bürgerlichen mit den Rechtsparteien. Und ich meine, das Milieu ist wie in den 90er Jahren völlig zerfallen. Und ich meine, die Linken haben darum viel mehr Erfahrung im Referenden machen, im Initiativen machen und auch im Umsetzen von dem. Also, weißt du, ich soll sagen, eines der wichtigsten politischen Druckmittel ist ja die Referendumsdrohung. Oder? Sehr oft, also ich meine, wenn der Präsident vom Gewerkschaftsbund, Nationalrat Pierre-Yves Maillard, SP Watt, wenn der in einer Kommissionssitzung sagt, wenn sie das beschließen, wird der Gewerkschaftsbund das Referendum ergreifen, dann wissen alle, auch die Bürgerlichen im Raum, wissen, er macht's. Oder? Sie sind referendumsfähig. Darum ist es cool. Oder? Jetzt wissen alle in Bern, die Freunde der Verfassung sind referendumsfähig. Das führt dazu, dass man ihnen mehr wird zuhören. Und das andere Instrument ist die Initiative. Oder? Die Initiative, das ist auch lang, also meine, die CVP, also Mitte und FDP sind gar nicht richtig initiativfähig oder nur mit Ach und Krach. Die Wirtschaftsverbände sowieso nicht. Die SVP ist es, aber der Irrtum ist lang. Nicht Economy Suisse und so. Ja, sie machen es nicht. Wann war die letzte Initiative? Hat es noch gar nie gegeben, ich sage das. Hat es noch nie gegeben? Ich hoffe, sie machen es. Ich finde, sie sollten. Sie tun immer nur. Das ist immer in der Defensive, ist ein Scheissdreck. Sie sollten jetzt eine Initiative machen, oder? Und dann ist das Wichtige. Initiative machen heisst ja, ein Thema auf die Agenda setzen, wo Politikerinnen und Politiker eigentlich nicht auf der Agenda haben oder wo sie vergessen haben, warum auch immer. Und dann ist das Entscheidende, dass du auf dem Weg bis zum Abstimmungssonntag schon etwas erreichst. Oder? Dass du, und da ist Linksgrün natürlich Weltmeister. Oder? Ich meine, sie probieren einen indirekten Gegenvorschlag aufzugleisen. Sie tun irgendwelche Postulatmotionen dann so rundherum fahren. Oder? So dass du am Schluss kannst du am Abstimmungssonntag verlieren und hast trotzdem gewonnen. Das ist der grosse Trick und das müssen die Bürgerlichen lernen. Und links hat das natürlich immer müssen so schaffen, weil sie eben die Mehrheit im Parlament nie gehabt, die Mehrheit in der Verwaltung nie gehabt und die Mehrheit im Bundesrat nie gehabt. Hat es in der Hippie-Zeit geheissen, quasi die Forderung, wir machen den Marsch durch die Institutionen. Die Linke hat das so gesagt. Ja. Und eigentlich kann man sagen, sie sind jetzt an die Institutionen nachgekommen. Sie regieren Politik, sie regieren Medien. Kultur, Bildung. Jetzt braucht man auch die Hippies von rechts, jetzt braucht man Punks von rechts. Mhm. Und eigentlich sind wir das ein bisschen, oder? Jetzt sind wir in der Markt, wo neue Widerstand aufkommt. Wir werden unterdrückt. An Demonstrationen sind früher die Linken abgeprügelt worden. Heute werden die Bürger, die Freiheitsliebenden quasi verhaftet, verzeigt und weggewiesen und so weiter. Ich finde auch, wir sind ein bisschen Hippies. Also wir haben auch die intellektuelle Vielfalt und auch den intellektuellen Wettbewerb und die spannenden Argumente und Debatten finden auch bei uns statt. Und nicht auf der linken Seite im Moment. Ja. Das ist mir auch aufgefallen. Also in den USA gibt es ja verschiedene Blogger von links und rechts. Da gibt es einen David Pakman von links oder eben da gibt es einen Ben Shapiro von rechts. Mhm. Und dann gibt es ganz wenige Ausnahmen. Aber in aller Regel kann man sagen, intellektuell anregend sind die Linken
praktisch nicht mehr in den USA. Mhm. Und bei den Rechten schon. Da sind die mutigen Gedanken, eben Sachen grundlegend hinterfragen. Und das andere ist nur noch politisch korrekt, glatt geschliffen, angeblich niemandem wehtun, im Namen des Antirassismus andere Leute diskriminieren. Es ist einfach unangenehm, unappetitlich und intellektuell überhaupt nicht anregend. Und alte Rezepte. Also ich kann es für die Schweiz sagen. Ich meine, der Cédric Vermouth hat ein Buch geschrieben, bevor er, zusammen mit dem Grünen, bevor er Präsident von der SP geworden ist. Mhm. Das heisst «Die Service-Public-Revolution». Und ich finde es cool, wenn Politiker Bücher schreiben. Weißt, dann kannst du ein bisschen herausfinden, was sie wirklich denken. Aber die Rezepte, die er dort vorschlägt... Oder ihre Ghostwriter wirklich denkt. Ja, nein, ich weiß. Ja. Cédric Vermouth, er wird schon selber geschrieben haben. Oder wer? Gut, call me blauäugig, aber ich sage jetzt, er hat es selber geschrieben. Ich glaube schon. Nein, und er kann schreiben und so. Und ich finde ihn auch, im Übrigen, er ist auch intellektuell interessant. Aber das sind die alten Rezepte drin. Also er will am Schluss einfach alles verstaatlichen, oder? Also ist der volkseigene Betrieb in neuen Schläuchen. Und das heisst dann Service Public, oder? Musst du mal achten, wie oft man auf der linken Service Public braucht, oder? Das braucht man immer dann, wenn man Sachen will, dem Individuum entziehen und dem Kollektiv geben. Findest du nicht, dass es wahnsinnig erstaunlich ist, dass man jetzt mit Corona die grösste illiberale und auch arbeitnehmerfindliche Politik haben, die die Schweiz jemals gesehen hat? Und sowohl Gewerkschaften als auch Gewerbeverbände haben einfach das Maul. Nein, also Gewerbeverbände haben nicht nur das Maul. Das stimmt nicht. Nein. Wo ist die Kritik? Nein, der Gewerbeverband, ja, das Zertifikat. Nein, sie schreiben natürlich Vernehmlassungen, sie lobbyieren und so. Das sieht man nicht so. Ich nehme sie jetzt ein bisschen in Schutz. Aber es ist natürlich, weißt du, auch dort, wir müssen aufpassen. Es gibt einen Widerstand, der öffentlich ist und der laut ist und wo so muss sein auch. Und es gibt schon auch das andere, wo vielleicht hindurch ein bisschen läuft. Und sag mal ein Beispiel. Ja, also ich, eben der Gewerbeverband, wo sich extrem einsetzt, dass es mehr Lockerungen gibt und so. Jetzt kann man sagen, sie sind nicht erfolgreich gewesen, oder? Aber ja. Ich habe einfach gemerkt, dass nicht jeder ist gekommen und gesagt, ja, die Beizen findet es daneben. An anderen Orten steckt sich viel mehr an und jeder hat für seine eigene Gärte geschaut und niemand hat wirklich geschaut, dass da wieder ein bisschen Freiheit herrscht. Oder? Also, ich bin überzeugt, der Gastroverband hat überhaupt kein Problem mit dem Covid-Zertifikat, wenn sie wissen, dass die Läden überleben können, wenn ihre Restaurant überleben können. Sie bekämpfen es nur darum, wie es ihrem Gärtchen irgendetwas schadet, oder? Also, ich finde, du hast ein bisschen Unrecht. Also, wirklich? Ja, also, er hat bei mir als du, ich habe mit dem Präsidenten auch schon darüber diskutiert, oder? Sie sagen, mit dem Platzer, ich finde, er ist unter wahnsinnigem Druck, aber er hat natürlich schon lobbyiert dagegen. Und, also wieso ist er unter Druck? Er muss einfach seinen Job machen. Und das ist für Nein, er so. Will ja etwas erreichen. Es geht ja darum, dass man etwas erreicht. Soll er anstehen und sagen, aufhören mit dem Scheissdreck? Dann erreicht er aber vielleicht gar nichts. Wieso nicht? Ziemlich sicher erreicht er gar nichts. In unserem System erreichst du so nichts. Jetzt kann man sagen, ja, Feusi, du bist ein elender Defetist. Aber also nein, Moment, wieso erreicht man nichts? Weil du musst, am Schluss musst du ja zum... Jemanden überzeugen, musst du ihn auf deine Seite holen. Und du kannst ihn nicht abschwarten. Wenn man das macht, was Roger Köppel gesagt hat, dann hat es ja jeder gewinnt. Entschuldigung, der Roger Köppel erreicht politisch nichts. Ja. Ist aber, halt leider so. Aber wenn jetzt den Platz aufrufen und sagen, so, jetzt macht einfach alle Beizen auf, auch wenn der Lockdown ist, dann würdest du sehen, wie die Schweizer Polizei tausende Restaurants dazu macht. Ja, aber das hat ja Leute gegeben, die das probiert haben, hat nicht funktioniert. Die Methode, ja, weil er den Platz ausgerufen hat, das hat natürlich mit der Stabilität von unserem System zu tun. Mhm. Oder in unserem demokratischen System funktioniert das nicht, weil es kein demokratisches Instrument ist. Und du musst am Schluss mit diesen Instrumenten arbeiten, wo du hast. Darum ist der Leroy Bechtold mit dieser Petition, wo wie viel? Viertelmillion. Eben unterschrieben haben. Das ist cool. Oder ein Referendum ist cool. Oder Initiative ist cool. Ja. Also, nicht im ersten so. Mal, come on. Es braucht zwei, drei Anläufe. Ja, genau. Also da heisst... Aha. Okay. Ich finde wirklich... Da heisst, ich bin ein bisschen zu brutal ihnen gegenüber. Du meinst, ein Platzer macht durchaus einen guten Job. Weil ich merke nichts. Look, es ist noch schwierig. Weißt, man könnte vielleicht argumentieren, er hat die einen grösseren Handlungsspielraum gemacht und hat ihn nicht ausgeschöpft. Das ist möglich. Kann ich nicht beurteilen im Moment. Gell? Ja. Ist möglich. Darum, aber es müssen einfach, weißt, es müssen verschiedene Vorgehensweisen muss es geben, damit wir zum Erfolg kommen. Oder ich sage dir noch ein anderes Beispiel. Die Demonstrationen, wo du auch darüber berichtest, oder? Die sind gut, die braucht es, aber politisch sind sie... Nicht wahnsinnig erfolgreich. Nein, absolut und sie nicht. Dienen, sie wachsen da nicht ausreichend. Und sie dienen vor allem
dazu, die Bewegung zusammenzuheben und zu organisieren und sich zu sehen und zu motivieren und so. Damit man dann später kann ein Referendum ergreifen und durchziehen kann. Wobei, da kann man sagen, nach Liestl, wo wir 10'000 oder sogar 15'000 sind, gemäss Zählung, ich weiß nicht, was stimmt, offizieller Zählung, muss man sagen, dort haben wir wirklich Momentum gehabt. Und dann haben sie angefangen, einfach illegal alles, Bewilligungen nicht mehr aussprechen und das Kleinreden mit Polizei fahren und so weiter, Zürich spinnt, Bern spinnt. Alles eine Art, sehr fragwürdig, wenn man sieht, wie die Klimajugend auf dem Bundesplatz Zelt aufschlagen. Guter Punkt. Oder, und kann man sagen, das ist eine Art ein undemokratischer oder ein unrechtsstaatlicher Sieg vom System über Bewegung, dass sie es geschafft haben, uns jetzt eigentlich an der Demo so über 5'000 Leute abzudrücken. Aber wenn man das wieder erlauben würde, wenn der nächste Lockdown wieder kommt, dann hätte dann wirklich mal 10'000 dort stehen. Also du sagst, ich glaube, das Entscheidende ist, und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, ich habe noch gestaunt, dass Mitte April der Alain Berset plötzlich auf seine Taskforce nicht mehr so wahnsinnig gelost hat. Und die sind ja fast durchgedrillt. Sind sie da? Ah, da hast du Insider-Info, die ich nicht habe. Ja, nein. Ich meine, für mich ist klar, dass da die Rücktritte, die es dann gegeben hat, einen Zusammenhang haben mit dem. Und wer ganz sicher durchgedrillt ist, das sind meine Gespönchen bei anderen Verlagen. Oder? Das hast du mitbekommen. Ein Marc Brutbacher und so, der gesagt hat, jetzt wird dann... Ich weiß nicht mehr, ich kann es nicht zitieren auswendig. Aber sie einfach gesagt haben, dass er quasi jetzt unwissenschaftlich ist. Dass genau, und dass die Lockerungen dort, dass das zu einer riesigen, weiß auch nicht, zu... Welle. Ja. Die fünfte, siebte Welle. Was erstaunlich ist, ist, dass die Taskforce, ich sage immer Taskforce, eigentlich seit der Existenz, das ist auch nicht nett, seit der Existenz der Taskforce haben die noch nie eine Prognose oder ein Modell hatte, das nur annähernd zutroffen hat. Genau. Nie nichts. Genau. Aber sie beanspruchen die Wissenschaftlichkeit auf ihrer Seite. Ich habe mal gelernt, wenn eine Studie oder wenn die Wissenschaft die Realität nicht abbildet, ist einfach keine Wissenschaft und Studie falsch. Mhm. Ja, und, das ist so. Nein, aber ich habe das Gefühl, sie sind komplett diskreditiert. Und merkst du, kann man das nicht ein bisschen sehen im Umgang, den Alain Berset mit diesen Wissenschaftlern hat? Ich finde, er argumentiert weniger jetzt mit dieser Taskforce, oder? Seit Mitte April. Also, sorry, das ist eine komische Lage, dass ich jetzt plötzlich Alain ein bisschen in Schutz nehmen muss. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, er hat gemerkt, dass das ein komischer Verein ist. Wo er, glaube ich, wenn ich es richtig informiert habe, hat ja er die irgendwie ins Leben gerufen, oder? Ja. Ist das sein Baby? Nein, das ist von sich aus gekommen und hat sich angeboten. Okay. So ist die offizielle Version zumindest. Aber was jetzt wir wundern, jetzt haben wir ja einen Merkel, jetzt haben wir alle möglichen Staatschefs auf der ganzen Welt. Das ist ein Stück weit, zum Teil mit den gleichen Sätzen haben sie den ganzen hohen Mist eingeleitet. Da gibt es etwa 30 Chefs, die wahrscheinlich irgendwie etwas abgelesen haben, die für eine Kommunikationsfirma gekommen ist, impfen, testen, Abstand halten. Glaubst du, dass man doch nicht so sicher kann sagen kann, dass die Länderchefs, Staatschefs, einfach zu blöd sind, um das Richtige zu machen? Oder ob die einfach wirklich bösartig sind? Und dass da eine Kollaboration gibt zwischen System und Grossfirmen, die einfach zum Teil wirklich bewusst, also wenn man in Australien anschaut, bewusst einfach wirklich die Wirtschaft will kaputt machen, die kleinen Firmen, um die Grossen profitieren zu lassen. Ich weiss aus Ich weiß einfach, dass sich einer der Chefs von der Migros, der für die Fitnesscenter zuständig ist, sich innerhalb von gewissen Leuten geäußert hat, dass er sich freut über den Lockdown. Je länger das der geht, desto mehr Konkurrenz stirbt weg und desto mehr können sie billig aufkaufen. So ungefähr zusammengefasst. Mhm. Und das ist auch, was jetzt passiert. Oder? Glaubst du, dass ein Alain Berset wirklich glaubt, dass er das Richtige macht für die Schweizer? Ich glaube, dass er überzeugt ist, dass er das Richtige probiert, würde ich sagen. Also, schon. Das glaube ich schon. Ich kenne ihn nicht gut. Ich habe 2-3 Mal noch vor Corona mit ihm ein bisschen zu tun gehabt. Teilweise auch lustig und so. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich bin da relativ streng, was die Rollen angeht. Ich habe es vorher gesagt, Bundeshausjournalisten sollten eine Distanz haben und die auch pflegen. Oder es gibt kein Fraternisieren mit Bundesräten. Und ich glaube wirklich, aber wenn so ein Mikrotyp so etwas sagt, dann hat er ja recht. Und das ist ein Effekt von diesen Massnahmen und dann, insbesondere diesen Lockdowns. Ist natürlich, wie du gesagt hast, der Grosse überlebt das, der Kleine geht zur Sau. Aber
man muss irgendwie Ursache und Wirkung nicht unbedingt verwechseln. Ich glaube nicht, dass das der Plan ist, das nicht war, schon gar nicht von Alain Berset. Also ich weiss, mir hat gesagt, es sei der Göhle gewesen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber jemand, der am Tisch gesessen ist, der hat gesagt, er habe Bekannte oder Verwandte, die kennen Zomaruga und die haben den Time of Our Life. Das glaube ich, also Frau Zomaruga, insbesondere nach dem Nein zum CO2-Gesetz, hat die nicht Time of Our Life. Das war vorher nicht. Aber ich sage, die Macht, die man jetzt hat, den Schweizer in der Maske zu zwingen, ja. So ist das gemeint gewesen, dass man quasi drum, dass man sich quasi wahnsinnig wichtig findet und dass ein Stück weit auch genießt, dass man jetzt doch quasi der König von der Schweiz ist. Oder? Das bin ich fast sicher, dass das so ist. Macht korrumpiert, absolute Macht. Korrumpiert absolut und eine gewisse Machtgeilheit hat aber jede Politikerin und jeder Politiker. Sorry. Aber nicht jede macht das zum Schaden von dem Volk, ja, in diesem Umfang. Macht anwenden ist ja dann irgendwie wie wertneutral. Du tust sie einfach anwenden. Wenn du das geil findest, ist es ja eigentlich egal, ob es zum Schaden oder zum Nutzen ist. Respektive du redest dir natürlich ein. Es ist zum Nutzen. Es ist ganz menschlich. Oder? Niemand würde sagen, hey, das habe ich jetzt gemacht zum Schaden. Oder? Aber die Frage ist ja, ob du genug, also in einem liberalen Staat ist ja die Frage, und dort haben wir natürlich ein Rechtfertigungsproblem. Aber über das habe ich ja schon geschrieben vor 5-6 Jahren, dass die Bundesräte müssen sich ja in unserem System eigentlich nie nicht rechtfertigen, ausser vor der Parlamentskommission hinter verschlossenen Türen. Und das ist in anderen Systemen natürlich viel besser. Ein britischer Premier muss einmal in der Woche, in der Fragestunde, harte Fragen über sich ergehen lassen, oder? Und jeder Minister im Übrigen im britischen Parlament hat seine Fragestunde. Ich finde, das hat auch mit unserem System zu tun und glaube auch mit unserer politischen Kultur, dass wir das nicht so haben. Das Holding Government to Account, wie die Briten sagen. Ich bin ein bisschen Fan vom britischen System, gebe ich offen zu. Ich glaube, zu können doch mal jemanden in die Verantwortung nehmen, müssen wir können an die Bundespressekonferenzen gehen. Hast du gerade wählen, oder? Genau, aber es geht glaube ich nicht mehr. Man muss 60% von Bern berichten und über den Bundesrat. Ja, und ja aber die Einschränkungen gehen noch weiter. Kannst du mal erzählen, die Einschränkungen? Also eine wichtige Einschränkung, die ist jetzt für den Nebelspalter nicht mehr so schlimm, aber bei den Medien ist es so gewesen, also, dass nur einer pro Medienhaus hätte können gehen, oder? Das heisst, von TH Media ist einfach einer gegangen. Und das war logischerweise nie ich gewesen. Aber nie. Gar nie. Und die Person darf nur eine Frage stellen. Oder? Ist das so? Das ist auch so, ja. Und vor Pressekonferenz. Sie kann dann nochmal ein zweites Mal aufheben. Aber irgendwie, ja, das Problem war ja dann, gewesen, dass ich bin ja im Wirtschaftsteam gewesen bei Tamedia. Ich hatte dann irgendwie drei Fragen dieser Person, das ist so in ein Google-Doc irgendwie geschrieben. Und vom Wissen haben sie irgendwie Fragen geschickt und vom Inland und weiss nicht, vom Sport vielleicht noch, oder Kultur, who knows. Und dann hat die Person hat irgendwie 15 Fragen gehabt. Und sie kann ja irgendwie zwei, drei Fragen stellen oder so. Aber jetzt für mich wirklich das Grösste und auch, finde ich wirklich ein Skandal. Oder, vor Corona war es so, dass nach den Pressekonferenzen der Bundesrat, die Bundesrätin noch zur Verfügung standen für so ein bisschen kurze, direkte, persönliche Interviews. Dann hast du können, irgendwie das Mikrofon anheben. Das haben natürlich vor allem die Radio- und Fernsehstationen gemacht. Aber ehrlich gesagt, das würde ich vom Nebelspalter auch gerne machen. Oder? Und das haben wir einfach abgeschafft. Das gibt es nicht mehr. Und auch die Experten, die irgendwie der Bundesrat dabei hat, wo du sonst nie an sie herankommst, weil die Bundesverwaltung hat 500 Kommunikationsleute, die eigentlich müssen wir denen Informationsverhinderer sagen. Und die 500 Leute, die ist ja unmöglich, außer du hast einen persönlichen Draht, ist es eigentlich fast unmöglich, an jemanden anzukommen und zu sagen, du weißt jetzt das genau mit diesen Medikamenten oder irgendwie so, oder? Und das hat man auch abgeschafft. Und die Vereinigung der Bundeshausjournalisten ist ganz fest dran, dass man das irgendwie zurücknimmt, aber es wird ganz schwierig. Ich meine, die Pressekonferenz ist halb leer. Wieso kommen einfach mehr Leute? Gut, jetzt haben wir halt die Abstandregeln und so. Aber wieso hat jemand wie ich, wieso ist das, ich meine, ein Reitschuster in Deutschland, wenn er es gleich macht wie ich, der kann im Bundestag gehen, nicht im Bundestag, der kann der Pressekonferenz kritische Fragen stellen und dann macht das grandios. Nein, ich finde die Chance habe ich gar nicht. Oder? Die müsstest du haben. Du bist ein Medium, du tust Leute informieren und es zeigt auch die Schwäche. Was haben Stück weit. Aber ich finde es wirklich, das ist nicht gut. Oder? Ja. Was sind die Hürden genau? Wir müssen relevante Reichweite haben, wenn man so ein schwammiger Begriff ist. Nein. Dann muss man 60, das steht irgendwie auch, haben wir nachgelesen.
Okay, ich habe wirklich gemeint, 60% aus Bern berichten. Das ist, oder? Du müsstest, heisst, ich müsste auf Bern zügeln. Ja. Irre, oder? Das heisst, die Ostschweizer können auch dem Bundesrat keine Fragen stellen. Ja. Irre, oder? Ja, nein, ich finde es nicht gut. Und weißt du, man hat es über all die Jahre hat man es auch immer verschärft. Also als Student bin ich als Bundeshauskorrespondent vom Boten der Ruhrschweiz, habe ich ein Kärtchen rein, oder? Und das ging heute nicht mehr, oder? Und so. Also, ja. Also, nein, und jetzt finde ich wirklich, ich meine, ich glaube auch, das ist ein Bumerang, oder? Ich meine, wenn die Regierung von dem Land Informationen unterdrückt oder nicht zur Verfügung steht, sich nicht erklärt, dann nimmt sie in Kauf letztlich, dass ihre Botschaften falsch verstanden werden oder auch an Glaubwürdigkeit verlieren, dass es Leute gibt, die sagen, ich interessiere mich gar nicht mehr dafür und so. Und das ist für eine Partizipative, also für eine Demokratie, die auf der Teilnahme der Menschen in diesem Land basiert, ist das eine Katastrophe. Mhm. Sind wir uns einig, dass wir historische Zeiten haben? Ich bin Historiker, Zeiten sind immer historisch. Aber ja, es ist schon speziell. Ja. Also findest du, das ist für neben so die Weltkrieg die erste Zeit, die Schweiz erlebt? Ja, weißt du, ich glaube eben, also wenn ich finde eben, ich habe es vorher schon gesagt, die 90er Jahre sind wahnsinnig prägend, auch für das, was jetzt passiert. Weißt du, es ist nicht viel passiert. Es ist nicht eine riesige Änderung gewesen, aber es ist so ein bisschen unter der Haut viel passiert. Und wo auch die Voraussetzung bildet für das, was jetzt läuft. Irgendwie. Also du bist Historiker? Ja. Wir haben etwas gelernt. Ja gut, da kann man schon sagen, es hat Tätigkeit, kann man auch sagen, 30 Jahre Tätigkeit für den Zweiten Weltkrieg oder 20 Jahre auch schon und so. Aber da haben wir so aber es ist Zäsuren, völlig speziell. Genau, würde ich sagen. Das ist es. Und wenn es historisch ist, und ich sage jetzt, es ist historisch, dann hat man jetzt eine Chance, entweder historisch zu brillieren oder historisch zu versägen. Und nach meiner Meinung hat der Bundesrat historisch versägen. Und da gibt es harte, objektive Kriterien. Die Frage ist nur, da weiss ja deine Meinung gar nicht so genau, haltest du die Massnahmen für nötig? Nein. Vor allem als Liberaler sage ich, so Massnahmen, die kann man. Es ist möglich, rechtlich so Massnahmen anzuordnen, aber sie müssen in einem liberalen Staat sehr, sehr, sehr gut begründet sein. Und bei vielen von diesen Massnahmen sehe ich die Begründung schlichtweg nicht. Das ist einfach nicht da. Oder? Ich merke bei vielen Leuten, sogar Marcel Dobler, der jetzt gesagt hat, dass er dafür ist, hat vor 3 Wochen gesagt, dass wir alle Massnahmen dort aufheben. Bei uns hat er es gesagt. Bei euch hat er es gesagt, ja, genau. Bei mir hat er es auch ein bisschen ähnlich gesagt, aber ein bisschen abgeschwächter, glaube ich. Noch. Mhm. Aber ist es bei euch gewesen? Am Schluss hat er im Fall auch noch nicht ganz begriffen. Weißt du, wenn man in der Schweiz mit 84 stirbt normalerweise, aber die Lebenswerte, aber mit Corona stirbt man mit 86. Ich dachte, das Argument allein, muss man nicht weiterdenken. Mhm. Egal, was sonst noch ist. Muss man sagen, aufhören mit allem. Mhm. Oder? Und dann kommt wieder so Zahlen von den Spitälern, dass jetzt mehr Junge bräuchte, dass da exponentiell angeblich losgeht und so. Und dann lassen sich Leute wie ein Doppler oder auch andere, ich weiß, wie es mit Markus Somm ist oder bei dir, aber dann lassen sich ein bisschen beeindrucken, wenn wir das Gefühl haben, damals könnte es ganz schlimm werden. Und nein, ich meine, es eiern alle rum. Auch ein Ding, der Andreas Glarner, den gestern auch noch gesehen, super Typ, kommt oft wieder ins Gespräch, wir müssen nicht verscherzen mit ihm, alles gut. Aber der hat sich ja auch impfen lassen und der ist, glaube ich, auch für Zertifikat, also im Ausland, keine Ahnung. Also auch er ist irgendwie, er ist schlau, oder? Und er ist engagiert, er ist auf der richtigen Seite von der Freiheit, aber ich habe immer noch das Gefühl, so ganz viele Politiker und Journalisten haben es einfach überhaupt nicht verstanden, wie klar das ist. Gut, ich finde, wir dürfen nicht den Fehler machen, dass man Klarheit weißt, irgendwie wie so ein bisschen absolut setzt und irgendwie sagt, es ist alles beantwortet und so. Aber also, es geht immer noch. Ich weiß immer noch nicht genau, wie das Virus übertragen wird. Ja, ist egal. Oder? Nein, ist nicht egal. Nein, wenn es die Lebenserwartung nicht senkt, nein, ist nicht egal. Ich wollte mehr wissen über das Ding. Ich weiß immer noch. Ich weiß immer noch nicht genau. Ich habe noch viele Fragen irgendwie, wo ich ungeklärt finde und wo mich wundern würden. Und das heisst aber nicht, also weißt, irgendwie verunsichern.
was die Haltung jetzt gegenüber diesen Massnahmen angeht, insbesondere in der jetzigen Situation, lohne ich mich deswegen nicht. Aber auch wieder anhören. So, also, ich finde, wenn man so tut, dass sie alles beantworten, machen wir den gleichen Fehler wie die Leute von der Taskforce, die auch so tun, dass sie alles beantworten, einfach völlig anders. Nochmal. Und unsere Bewegung wird geschwächt, wenn wir so tun, als hätten wir alles beantwortet. Sorry. Ja, da sehe ich das Umeiern, oder? Ich glaube, es braucht ja wieder da alle Facetten. Aber die Sache ist ja die, wenn eine Krankheit die Lebenserwartung statistisch gesehen nicht senkt, sondern auch erhöht, dann muss man nicht mehr weiterdenken. Dann kann die Wissenschaft schon überlegen, wie man 30... erhöht sie nicht. Nein, aber es tut sie nicht signifikant verkürzen. Man genau. 86 im Schnitt ja. statt 84. Ja. Also haben wir keine signifikante Verkürzung von der Lebenserwartung. Und da ist das Argument, einfach zu sagen, jetzt können wir mit allem aufhören. Und dann ist es nicht mehr wichtig, wie sich es übertreibt. Das kann man schon machen, wenn man sich interessiert. Es ist doch wichtig, dass man das besser versteht und dass man Hat das bei der Grippe interessiert? Ja, natürlich. Ich meine, die Medizin lebt ja davon, dass man Krankheiten erkennt, dass man sie untersucht und dass man sie dann schaut, was man kann machen, damit sie weniger Leute... Das ist ja eine zivilisatorische Leistung. Natürlich also, interessiert dem alles. Aber ja. Politisch ist es nicht mehr von Interesse. Dann ist es vielleicht bestenfalls noch von Interesse für die Medizin, für irgendwelche Grippefans oder keine Ahnung was. Aber für die Politik hat es keine Relevanz mehr. Vielleicht später dann wieder. Ja, und aufgrund von dem müsste sich eigentlich der Staat rechtfertigen, warum er diese Massnahmen ergreift oder aufrechterhaltet. Oder? Und da fehlt wie? Für mich, also durch mich, vielleicht eben meine Deformation professionell, da fehlt mir wie das Gremium oder irgendwie wie? Der Ort, wo der Herr Berset müsste sagen, die Maskenpflicht haben wir wegen dem und wegen dem und wegen dem. Und dann müsste sich rechtfertigen und es gäbe wirklich Debatten darüber. Das gibt es ja nicht. Und das ist ein Fehler eigentlich in unserem System, wo verschiedene Gründe hat, warum es so ist, wie es ist. Oder? Also zu den Notstand auswerfen, müsste der Bundesrat belegen, dass es notwendig, zielführend und verhältnismäßig ist. Und er hat nichts von diesen Sachen bewiesen. Bis aber es gibt bei uns keine Institution, die das faktisch überprüft, außer eine Volksabstimmung, oder? Und das ist, vielleicht tun wir wegen dem uns in Erinnerung rufen, dass noch viel wichtiger als der Text in der Verfassung sind die Institutionen, wo das beurteilen. Ich sage das Beispiel. Ich bin ein Fan von diesen Grundrechten und so, aber es gibt einen Grundrechtskatalog, der noch viel besser ist als der schweizerische. Weißt du welchen? Der von Nordkorea. Weil Nordkorea hat, da wäre ich jetzt drauf kommen. Nordkorea hat das Grundrecht von der Erholung in ihrer Verfassung. Das ist wirklich wahr. Ich habe das mir... Und das Problem ist einfach, in Nordkorea hast du keine Institution, wo du das kannst einfordern kannst. Das Grundrecht von der Erholung, das gilt wahrscheinlich nur für den Herr Kim, oder nehmen wir mal an, oder vielleicht noch für seine Entourage. Und da irgendwie, das ist noch verrückt, oder? Aber das Entscheidende ist nicht, was auf dem Papier steht. Das Entscheidende sind Prozesse und Institutionen, die das zum Leben erwecken, verteidigen oder fördern oder so. Und das müssen wir schon, wenn die Krise durch ist. Oder, sie ist durch, aber... Wir müssen schon mal überlegen, was müssen wir auf die Institutionenseite also machen. Oder? Es ist ja nicht durch. Es ist politisch nicht durch, aber es ist... Ja, sonst wäre es durch. Genau. Mir gefällt die amerikanische Verfassung mit dem Recht auf Streben nach Glück. Das ist das Beste. Nicht das Recht auf Glück, sondern das Recht, also die Freiheit, danach zu streben. Oder? Das ist... Ja, und es ist, die Formulierung ist ja eben, dass der Staat muss die drei Sachen, oder a life, liberty and pursuit of happiness, muss der Staat verteidigen. Also es ist eben, die drei Sachen sind negative Rechte, im Sinne von negativ, man muss die bewahren und der Staat hat die Aufgabe, die zu schützen vor auch seinem eigenen Einfluss. Und das ist auch noch, die amerikanische Verfassung ist so, ich bin sowieso ein bisschen amerikafil, aber es ist eben wirklich cool, die haben ja am Anfang gar keinen Grundrechtskatalog gehabt, bis 1787. Und zwar, weil die Founding Fathers, die Gründerväter, haben gesagt, das ist ein Blödsinn, die Grundrechte so aufschreiben. Dann wissen wir ja gar nicht, dann ist das ist einschränkend. Oder? Darum haben sie nur die drei Sachen haben sie am Anfang von der Verfassung gestellt. Und haben gesagt, dafür gibt es einen Supreme Court, wo das sozusagen extrapoliert. Was heisst denn das? Pursuit of Happiness. Die Massnahmen jetzt gegen Corona sind natürlich eine Einschränkung von Pursuit of Happiness, also vom Streben nach Glück. Und irgendwie, das ist, ich habe mich, da bin ich, das ist halt 20 Jahre her, wo man unsere neue Verfassung geschrieben hat, oder? Da kann ich mich erinnern, dass
so ein, zwei alte, wirklich alte, ich glaube, der eine hat Schneeberger, Nidwalden, so ein Ständerat, hat 10 Kinder, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder Schuffelberger, egal. Der hat gesagt, hört auf, den Grundrechtskatalog, so 20 Artikel dort reinzuschreiben. Tönt einfach, es geht nur um letztlich, und das ist auch, wie soll ich sagen, der Sexappeal von uns rechten Hippies. Es geht am Schluss um die Selbstbestimmung, um das Leben der Träume. Ich mache, was ich mache in meinem Beruf, damit meine Kinder ihre Träume können ausleben, ihre Ideen, ihre Pläne. Sie müssen aber dann auch schauen, dass sie selber, sie dürfen nicht jemandem zur Last fallen damit, oder klar. Sie müssen schauen, dass sie irgendwie etwas damit verdienen und so. Aber ihre Ideen umsetzen und nicht warten, bis ein Bundesbeamter oder Kantonsbeamter ein Erlaubnis gibt, ja, du darfst jetzt die Firma eröffnen oder die Forschung machen oder so. Und das ist doch, ich meine, die Lebensform, das ist, wir sind die wahren Hippies, das ist eben so. Wir sind auch die wahren 68er. Das ist das Traurige an dieser 68er-Bewegung, die eine Befreiungsbewegung war, oder? Mhm. Dass sie heute nach dem Marsch der Institutionen so zum Bevormunderstaat geworden ist. Ja. Das ist erstaunlich, dass jetzt plötzlich, dass man, wenn man die Freiheit sucht, muss man bei den Bürgerlichen suchen. Weil man kann sagen, die Bürgerlichen sind immer schon für wirtschaftliche Freiheit gestanden, aber für gesellschaftliche Freiheit sind es eigentlich die Linken gewesen. Und das ist total umgekehrt, oder? Ja gut, in der FDP hat es immer den Flügel gehabt, wo gesellschaftliche Freiheit auch als wichtig verstanden hat. Ich bin für liberal ohne Bindestrich, weder etwas vorher noch nachher. Mhm. Also grundsätzlich liberal. Ja, und es geht am Schluss eben immer, Life, Liberty and Pursuit of Happiness. Das ist gar nicht so schwierig. Also, oder wenn ich auch, wenn ich jemandem muss erklären, warum ich liberal bin, sage ich immer, es geht einfach darum, dass ich meine Träume, mein Leben kann leben. Und natürlich geht meine Freiheit nur so weit, wie sie vielleicht deine einschränkt. Ich kann ein Sackmesser zücken und dich abmetzeln, das geht nicht, oder? Das ist das Problem, genau. Gott sei Dank. Aber es ist auch nicht immer so, dass meine Freiheit deine gerade sofort beeinträchtigt, sondern dem sagt man dann Win-Win-Situation. Wenn ich mit dir ein Gespräch habe oder ich mit dem Markus zusammen den Nebelspalter aufbauen und wir wollen die Schweiz erobern und wieder freiheitlich machen und so. Oder? Also ich sehe im Gespräch mit Roger Köppel, ich bin halt voll im Aktivismus rein, oder? Ich bin Journalist, Aktivist und so, ich bin ungeduldig. Mhm. Und bei Roger Köppel war es so, der hat wirklich so ein bisschen wie die Vogelperspektive gehabt und hat so gesagt, ja, ich kann es anders formulieren als mit seinen Worten, er ist ja ein Poet, aber er hat gesagt, das Pendel schwingt jetzt quasi die eine Richtung oder ist jetzt geschwungen. Jetzt in dieser Zeit erkennen die Leute, was für Mainstream für einen Mist erzählen und so. Die Leute öffnen ihre Augen öffnen und dann irgendwann wird das wieder in die andere Richtung schwingen. Und ich glaube, da hat er in dem Sinn ja recht, oder? Auf der anderen Seite finde ich, aus meiner Sicht, bis in so historischen Zeiten, ich verstehe auch den Nebelspalter an diesem Punkt übrigens nicht, dass er mit so einer grossen Gelassenheit jetzt einfach ein bisschen, also letztes Jahr vor 3-4 Tagen habe ich die Webseite von Nebelspalter angeschaut und ich habe, glaube das war Corona einmal in einem Podcast gefunden und der ganze restliche Text, da hat man sich an der Klimajugend abarbeiten und anderem Gugus. Und da muss ich sagen, ist nicht Gugus? Das ist doch alles Gugus. Nein, ist nicht Gugus. Ist doch alles unwichtig. Nein, jetzt. Der Mist muss enden. Hat einen inneren Zusammenhang natürlich. Geht genau gleich um das Übersteuern von persönlicher Freiheit. Oder? Aber stimmt. Hey, es gibt viele Fronten. Wir könnten über den drohenden Blackout reden. Also, aber es ist alles unwichtig. Im Moment ist ja wichtig, dass wir die Freiheit zurückbekommen. Und zwar nicht die Freiheit, die uns bedroht wird durch die Klimapolitik, die im Vergleich zu dem, was jetzt passiert, ja alles Gugus ist. Ist ja alles unwichtig. Nein, das sehe ich ganz anders. Du kannst dich nicht auf ein Thema versteifen, dann wirst du verlieren. Du musst verschiedene Leute mit verschiedenen Themen auch ansprechen. Es geht im Kern. Also der Mainstream hat uns jetzt jahrelang nur mit einem Thema beliefert. Da ist von Black Lives Matter gekommen, dann ist ja das gleiche Thema gekommen. Und das ist Corona. Corona ist super, Virologen warnen. Nein, der Mainstream hat gegen die Freiheit schon länger angekämpft. Oder versteht sie nicht. Ja, oder sieht sich selber als Bevormunder. Aber seit dem ersten Lockdown sind sie nur auf dem Thema. Nein, Klima ist auch... Ich warne wirklich davor, irgendwie sich auf ein Thema zu begrenzen. Ja, wenn man Drohne einfach zu einer Rubrik aufnimmt, so wie Sport oder so. Sorry, das ist es nicht. Aber so kommt es mir vor, jetzt bei Nebelspalt. Okay. Das ist so, ja, tun wir noch ein bisschen Corona machen und so. Und wir leben jetzt in historischen Zeiten, wo die Rechte der Bürger
beschränkt werden, illegal beschränkt werden, unverhältnismäßig, nicht notwendig, nicht zielführend beschränkt werden. Es ist kein Ende absehbar. Noch nie hat jemand gesagt, wenn sie, wohl sie haben gesagt, wenn alle geimpft sind, dann werden Massnahmen gelockert. Moment, ja. Ist nicht passiert. Moment, ist wichtig. Ja, genau. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Ja, genau. Und jetzt haben wir das, aber das Endgame ist nie definiert worden. Wann hört es auf? Was sind Kriterien? Jetzt kommt die nächste Welle. Ja, was hast du gedacht? Dass, also, wenn ich, weißt, so blöd sind natürlich die nicht, dass sie das Endgame definieren. Ja, aber ich will sagen, solange das nicht definiert wird, solange das nicht definiert worden ist, dürfen wir kein anderes Thema haben. Ja. Solange unsere Freiheit so eklatant eingeschränkt wird, wir entrechtet, plündert die Freiheit werden. Wird auch, nein, die Freiheit, mit dreistelligen Milliardenbeträgen. Ja. Freiheit wird auch an anderen Orten eingeschränkt. Und das ist, man muss darum an verschiedene Sachen. Also da bin ich wirklich ganz anderer Meinung. Ja. Weil dann, oder das Problem ist ja, die politischen Prozesse, also ich muss anders anfangen. Weißt du, in der Bundesverwaltung, so ein bisschen, wo ich ein bisschen gesehen habe, habe ich das Gefühl, weißt, die arbeiten ja auch auf x Themen. Bundesrat arbeitet auch auf x Themen. Ich meine, aber was interessiert denn im Moment außer da? Gut, ja, das ist meine Deformation unprofessionell, dass ich halt in Aktivismus und bin. Und ist vollkommen legitim, ja. Aber schau zum Beispiel die ganze Steuerproblematik. Ich finde das auch wahnsinnig wichtig und interessant. Ja. Weil Steuern ist auch, nimmt dir Geld weg, um deine Lebensdramen. Oh, hey, ja, nein, alles wahr, aber alles steht total im Schatten. Hey, und der Ben Shapiro macht auch nicht nur Corona. Ja, ist erstaunlich und schlecht oder hat es jetzt lange nicht begriffen, wie fast alle meine Helden. Ein Rogan hat es jetzt mittlerweile begriffen. Ich sage nicht, man soll über keine anderen Themen reden und man soll keine Freude mehr am Leben haben versuchen. Aber wir sind da in einer Zeit hinein. Wir werden dreistellige Milliardenbeträge werden uns bestohlen. Uns wird wahrscheinlich eine Inflation drohen, für die Hyperinflation drohen. Unsere Wirtschaft wird immer, in jedem Tag weiter kaputt gemacht. Unsere Freiheit, die Menschen kommen Traumas über. Sie haben da Psychosen, sie haben da wirklich dauerhafte Störungen. Kinder werden hinter Masken gezwungen und so weiter. Und wir reden über Klimajugend. Wirklich, ist das jetzt das Thema? Klimajugend. Ist auch das Thema. Ja, meinetwegen. Aber wenn ich die Nebenspaltenseite anschaue, habe ich das Gefühl, Corona ist also unwichtiger als Klimajugend. Oder? Nein. Dann können wir nochmal auf nebenspalt.ch scrollen. Wir überlassen es den Zuschauerinnen und Zuschauern. Für dich ist heute die Webseite anders als vor drei Tagen. Vor drei Tagen war es desaströs. Ja. Und für mich sehr enttäuschend, das liberales Blatt. Mir kommt, darf ich etwas Böses sagen? Ja, kommt der Markus Somm für nicht mehr meine Sendung. Aber ich habe das Gefühl, er hätte gerne, wenn man Böses sagt. Schon? Ja, super. Dann wird er jetzt Freude an dem, was ich sage. Ich habe das Gefühl, an Markus Somm und für dich, das ist mal eine Unterstellung, ist nur das Gefühl. Ist okay, also vollkommen okay. Dass einfach dann, ja, wir haben jetzt da euer liberales Projekt. Und liberal ist schön, da sind ihr geliebt. Da könnt ihr all die grossen Kongresse gehen. Der Arbeitgeberverband hat euch gern. Nein, die haben es nicht gern. Der Arbeitgeberverband. Ja, wir reden dann noch. Gut, auf jeden Fall ihr könnt auf Zürich gehen, ihr könnt auch mit den Gütli anstoßen. Und ihr dann niemand, ihr seid nicht in Git. Weißt du, niemand sagt, der Dominik Feusi ist in Git. Der Markus Somm für den Bier ein bisschen. Oder? Aber das stimmt nicht. Es gibt Leute, die nicht mit mir reden, Ben. Ja, Politiker. Aber ich habe das Gefühl, ihr habt immer noch zu vielen Leuten gefallen. Es ist eine Gefahr, aber das glaube ich nicht. Da müsstest du mir sagen, wo ich irgendwie nett geschrieben habe, extra, zum Leuten gefallen. Ich glaube, das kannst du mir nicht vorwerfen. Ich denke, der ganze Nebelspalter schnauft an. Wir sind das liberale Blatt. Alles schön, wunderschönes Design und ein bisschen frech sind wir auch noch. Und dort sagen wir etwas Giftiges, aber nicht wirklich böse. Der Reto Brennwald stellt eine kritische Frage, aber nicht wirklich kritische Frage. Und Tamara Wernlis sagt etwas Lustiges, aber nicht ganz gemein. Weißt du, was ich meine? Ja, finde schon. Es ist, aber Tamara Wernlis ist gerade noch auszunehmen vielleicht. Das ist gerade noch die am schärfsten ist, oder? Aber weißt du, ich glaube nicht, dass wir vorwärts kommen, wenn du nur Vollgas gibst, wenn du nur die Leute auch angreifst und sie auch, du wirst sie nicht überzeugen, du wirst sie nicht auf deine Seite ziehen können, du wirst nichts erreichen. Du wirst dich selber profilieren können, aber du wirst nicht können wirklich etwas erreichen. Es gibt verschiedene Wege, die koordiniert gegangen werden müssen, um wieder einigermaßen können das überwinden. Das habe ich, und dann gibt's, ja. Das habe ich sehr gut verstanden, wo der Reto Brennwald Premiere hat von seinem Film «Unerhört», grandioser Film. Dort haben wir uns schnell auf dem Floor getroffen und dort hat er gesagt, ich komme nicht in meine Sendung, oder? Und dann gesagt, ich verstehe das auch, dass er jetzt im Moment nicht käme,
Weil er ist ja, es braucht beides, oder? Es braucht quasi mich, der da schimpft und ruft und täubelt und tut und ein bisschen, oder? Ein bisschen den Grüsel. Und dann braucht es aber auch den, der Voltaire hat das, glaube ich, gemacht in der Zeit der Revolution, wo quasi mit dem Klerus und dem Adel immer noch gut steht und probiert so eine Art, die ein bisschen zu wecken. Oder? Und ich finde, der Bretter Brennwald hat das bis unerhört und noch die Sendung drüber gut gemacht. Und dann ist er in einer Sendung gekommen, ich glaube, im Club war es, und da hat ihn die SRF, Tussi, ich weiß nicht, wie sie heisst, ist auch egal, die hat ihn ganz primitiv angefahren. Und ich habe richtig gesehen, im Blick von Reto Brennwald, wie so ein Schleier über sein Gesicht geht, weil er völlig schockiert war, was man ihm da vorwirft. Und seitdem war er nicht mehr der gleiche Mensch gewesen. Und ich habe das Gefühl, dass er seitdem und das überhaupt, der Nebelspalter, ja, ja, macht, ihr seid einfach, ich verstehe schon, man muss die Leute verschiedene, ja, stimmt schon, man muss die Leute verschieden ansprechen, man kann taktisch vorgehen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es eine Strategie ist vom Nebelspalter, dass er jetzt so die moderaten Leute dazu bringen, dass sie verstehen, dass Corona mischt man Ende, sondern für euch ist Corona wirklich einfach eine Rubrik in eurem Portfolio oder in eurem, wie heisst das, ja, im Inhaltsverzeichnis. Es ist einfach eins von mehreren Themen. Also sind wir wieder bei dem, aber sorry, da bleibe ich dabei. Du musst als Publizist, musst du breiter unterwegs sein. Es ist ein bisschen, du wirst es eine neue Website angesehen. Wir werden ein bisschen weniger Themen machen als bisher. Wir haben bisher, sind wir vielleicht ein bisschen zu breit gewesen, gerade auch für ein Team, wo irgendwie 6-7 Nasen sind, oder? Aber ich bleibe dabei. Du kannst nicht einfach nur in Anführungs- und Schlusszeichen ein Thema machen. Das stimmt grundsätzlich, aber wenn Krieg und bei mir, ist, dann hast du halt Krieg. Es ist nicht Krieg. Ja, aber wenn es Krieg wäre, ja, wie der Macron ja sagt, es ist Krieg. Wenn es ja, Krieg wäre, wenn es Krieg wäre, würdest du mir dann recht geben, dass wir dann den Krieg einfach als Rubrik nehmen im ganzen Portfolio von Themen? Dann geht es darum, dass wir Krieg haben. Ja, wir haben nicht Krieg, Entschuldigung. Mhm. Wir haben demokratische Abläufe, wir haben demokratische Instrumente und die muss man brauchen, die muss man verwenden. Darum, aber wenn wir Krieg und ja, klar, dann machen wir eine Anstrengung. Also das haben wir, ja, klar. Und wenn wir kriegsähnliche Folgen erleben? Was meinst du mit dem? Tote in der Straße, Bombenangriff? Nein, die Toten, das ist genau da, weil ausgewiesen ein Stück weit fehlt. Aber dass nein, wir haben keine Millionen an Volksvermögen verlochen, dass wir ein unglaubliches Leid haben. Wir werden schauen, wie viele Millionen das sind. Werden wir schauen. Ja, das wird gar nicht aufschliessen, wie ganz viele für private das Geld, ohne dass es irgendwo gemessen wird. Mal, das kann man wunderbar irgendwann aufschliessen. Ja. Aber nein, ich meine, es ist einfach, die Zustände sind schon sehr speziell. Aber es irgendwie das ist absurd, so zu tun, als sei das, es gibt keine Analogie für das. Es ist nicht Krieg, es ist auch nicht, sorry, da bin ich einfach... Stiller Krieg. Es ist auch nicht Faschismus. Die Wörter verwenden... Es ist Totalitarismus. Es hat totalitäre Züge, es hat autoritäre Züge. Ich habe gesagt, warum. Weil es keine... Weil die Leute, die Sachen entscheiden, nicht rechenschaftspflichtig sind und das irgendwie nicht so funktioniert, oder? Aber irgendwie durchdrehen mit so Wörtern wird uns nicht kein Millimeter. Es tut gut der eigenen Seele, man wird etwas los und so. Und es organisiert auch den Widerstand irgendein Stück weit. Aber es ist einfach nicht, es stimmt einfach nicht. Es ist Bullshit. Wenn du nur ein bisschen schaust, was Totalitarismus im 20. Jahrhundert war, oder? Was ist denn red das, mit wenn Leute. Nicht Totalitarismus? Es ist ein allumfassendes Thema, das alles dominiert. Du darfst dich nur als zweite private Heim treffen. Was ist denn totalitär, wenn nicht das? Nein, es ist einfach unvergleichlich mit dem, was im 20. Jahrhundert von Totalitären angerichtet worden ist. Und ich sage dir einfach, es ist nicht gescheit. Moment. Nein, es ist Quatsch. Das ist wirklich, da bin ich... Und sich dann so selber auch so... Sich als Kämpfer gegen Faschismus darstellen, da bin ich... Das ist eine Selbstinszenierung. Es ist ein Hygienefaschismus. Es ist ein... Am Schluss finde ich das einfach... Das schmeckt also nach Selbstüberhöhung. Und dann bist du angreifbar. Dann kann man dich negieren, ja, dann klar, kann man sagen, wenn, oder? Wenn du auf die Bühne stehst und sagst, mit Sophie Scholl ist das ein bisschen doof, oder? Aber wenn du da nichts daran, dass wenn du das Thema Totalitarismus nimmst, ich habe es mit Ronny Grob durchgespielt im Interview, er hat auch gesagt, Totalitarismus ist das falsche Wort. Und sind alle Punkte durchgegangen, die gemäß Wikipedia totalitäre Eigenschaften sind. Und ich glaube, bei etwa 7 von 8 Eigenschaften sind wir uns am Schluss noch ziemlich einig, dass das jetzt herrscht. Und wenn man dir so ins Privatleben hineingeht, wenn man dir verbietet, zu geschäften, dann hast du eine Art
mussolinischen, wie hat er gemacht, ein autokratischer Korporatismus. Ja, aber nein, Korporatismus würde ich nicht einmal sagen. Ja, wie auch immer. Das wäre ja dann irgendwie... Kommunismus. Auf jeden Fall, aber sonst ist es fast egal. Wir haben einfach ein System, wie der Grosskonzern Ding durchzieht. Ja, leider ist es vorgesehen, dass das möglich ist, oder? Unter bestimmten Umständen. Und was ich kritisiere, ist, dass die Umstände ja eigentlich nicht gegeben sind, oder mindestens jetzt nicht mehr gegeben sind. In Australien sind sie gegeben. Nein, natürlich nicht. Also, das ist Australien ist Faschismus. Das ist nein, Faschismus ist, sorry, hör die Wörter. Okay, dann wir halt Faschismus weg. Faschismus ist ein schwer definierbarer Begriff. Ja, aber ja, alle die Begriffe sind im Fall schwierig und können aber unterschiedlich aus. Totalitär in Australien, ja. Das vor sich zu weisen, ist irre. Es ist wirklich, oder es ist letztlich ist es eine Machtkonzentration. Und das ist ja das, wo ich glaube, wo man vielleicht eben nach dem Ende des Kalten Krieges vergessen haben, dass die Machtkonzentration immer noch ein Problem darstellt von allen menschlichen Gesellschaften. Und wir müssen dagegen ankämpfen, dass Leute zu viel Macht, dass in einer Gesellschaft einzelne Leute zu viel Macht über alle anderen haben. Ja. Wir haben ja 200 Länder jetzt das Problem. Es ist nicht einfach ein schweizerisches Problem, wo wir jetzt doch ein über die Stränge geschlagen haben, jetzt müssen wir es wieder ins Lob bringen. Ja, aber lösen können wir es nur. Also man muss es schon dort lösen, wo du daheim bist. Ich finde es interessant, ich finde das extrem anregend. Also ich mache mir so einen ersten Eindruck, wenn ich gechallenged werde, aber ich finde das intellektuell anregend. Easy. Und, aber zu sagen, dass man so Begriffe wie Totalitarismus nicht soll verwenden soll, für das wir jetzt erleben, wenn man uns ins Privateste rein, Sachen vorschreibt. Jetzt hatte ich eine Stunde in Bern aus Australien ein Gespräch gehabt. Mhm. Die erleben Zeug dort. $5,000 Buß, wenn du mehr als 5 Kilometer ja, weggehst. Ja. Und so. Und man kann uns sagen, das ist für den fließenden Übergang. Na, also, ja. Aber wir haben totalitäre Zeug nach und nach. Ja, das ist so. Das ist so. Oder? Jetzt reden wir im März darüber, dass man morgen dann in St. Gallen, da die Nachbarkantone anscheinend, darüber reden, dass ich jetzt mich heute impfen lasse, dass ich nicht kann in Beiz Eis trinken kann. Dann haben wir die Spalte durch die Gesellschaft durch eine Segregation. Jetzt sagst du, Segregation ist etwas anderes. Impfverbot ist etwas anderes. Nein, aber wir haben ja das. Aber weißt, das ist der Unterschied bald. Die Schwarzen können hinten im Bus einsteigen, aber bald können die gewissen Länder schon gar nicht mehr einsteigen. Oder? Also da kann man schon sagen, das ist eine Verharmlosung für irgendwas und pipapo. Aber das ist für mich zu billig. Im Moment sind wir auf einer Kippe. Wir wissen nicht, was hinführt. Wir wissen nicht, wann es endet. Ich finde einfach, man müssen, statt sich irgendwie begrifflich irgendwo anzulehnen, wo dich angreifbar machst, musst du selber von dem reden, wo Sache ist. Es ist Sache. Es ist doch gar nicht nötig. Die SVP nie gesagt, wir sind in einer Diktatur. Genau. Ich habe nur gesagt, ist auch blöd. Wir sind in einem Hygienefaschismus. Und ja. wir sind totalitär. Oder ein Hygiene-Absolutismus oder so, das finde ich, ja. weil das, auch schön. Das beschreibt ja dann ziemlich sachlich, was das Problem ist, oder? Also, dass man auch irgendwie, wie soll ich sagen, die Voraussetzung für das, was wir jetzt erleben, ist irgendwie, dass wir den Tod völlig aus dem Leben verdrängt haben und darum auch gar nicht mehr können damit umgehen, dass 86-Jährige halt vielleicht auch mal sterben, oder? Also, dass man das völlig... Ja, völlig übertreibt mit dem. Und dass man wirklich, ich glaube, vergessen hat, dass der Tod zum Leben gehört. Das werden wir noch philosophischer, sorry. Mir gefällt es wahnsinnig gut, dass du eine Art. Also, ich finde es ein freundschaftliches Dicht, dass du sagst, man sollte den Begriff nicht nehmen, weil man sich angreifbar mache. Das finde ich interessant. Mein Ziel ist, dass Massnahmen ändern. Ich würde das machen, wo zielführend ist, damit Massnahmen ändern. Mhm. Und wenn ich würde sehen, es würde dazu beitragen, dass Massnahmen ändern, dass ich den Begriff nicht verwende, würde ich heute aufhören, jetzt zu verwenden. Das sehe ich aber nicht. Das sehe ich nicht, nein. Okay. Ich finde im Gegenteil, es ist schon so, oder? Wir haben einen Fächer, oder von allen Seiten her, ein Rima, tut die Leute anders aufwecken, sagen jetzt mal, als ich das mache, und du machst es anders als ein anderer und so weiter. Am Schluss braucht es ja alle. Es braucht die Aggressiven, es braucht die Priester, es braucht die alle möglichen Leute, die ihre Leute abholen. Die einen holen Dokos ab, die anderen holen, von mir aus Fisch am Rechter an, ist mir völlig egal. Aber die Sachen benennen, sagen, was ist, das finde ich, ist schon. Das ist eine Art, wie soll ich sagen, das ist eine Art, die, nicht Kernaufgabe, aber das ist der philosophische Unterbau oder überhaupt das Einzahlen, Vogelperspektive einnehmen, zum sagen, schaut mal, was passiert, historisch, philosophisch, soziologisch. Das ist unglaublich wichtig und das kann man am Schluss am besten ausdrücken, indem dass man es beim Namen nennt und nicht, dass man es irgendwie
umschiffen. Ja, aber mit einfach, ich bin halt ganz fest Fan, wenn du Sachen beschreibst, wie sie sind, dass du dann nicht irgendwelche Wörter nimmst, die etwas ganz anderes bezeichnen. Aber sondern dass du das sagst. Schau, vielleicht ein Beispiel. Also, ich habe im Juni oder so, habe ich einen Artikel geschrieben, weißt, über die Zyklenanzahl bei einem PCR-Test oder so. Oder? Und dann haben Leute so ein bisschen aus der Szene haben mich kritisiert, ja, von uns, du kommst schon irgendwie 7 Monate spät und so, das wissen wir alles schon lange, mit PCR-Test ist alles ein riesiger Beschiss und blablabla. Bla, bla, oder? Man hat mich kritisiert. Und dann habe ich gesagt, schau, im Wall Street Journal und anderen, auch bei Bloggern und so, habe ich das schon irgendwie letzten Herbst oder Sommer gesagt. Ziemlich klein, hat mich von dieser Zyklenanzahl und eben, dass der Test gar nicht feststellt, ob Leute krank sind oder nicht. Februar 2020 genau. Schon gesagt, ja. Und, aber für mich ist es, ich habe zuerst müssen wissen, wie es in der Schweiz ist. Und ich musste eine Aussage haben von jemandem aus der Schweiz, der sagt, wie viele Zyklen man in der Schweiz macht. Und dann habe ich... Wie viel machen wir? 35 bis 45? Genau, ja. Teilweise sogar mehr. Ah ja? Ja. Bei 60 hast du automatisch 90% positiv. Genau. Bei 45 hast du etwa ein Viertel positiv. Genau. Und eben, ich habe die Aussage wählen und ich habe dann auf... Das ist ein bisschen Recherche, aber ich habe am Schluss ein E-Mail von der Isabella Eckerle, wo sie das sagt. Mhm. Oder? Und das macht dann, oder? Ich habe dann den Kritiker gesagt, hey, das hätte noch niemand so können schreiben. Von einer, die für diese Massnahmen ist und für vielleicht noch mehr und weiss nicht was alles. Oder? Das, auf das habe ich halt ein bisschen gewartet, statt einfach schreiben, ich habe gehört das. Oder? Ich finde, irgendwie müssen wir zum Kraft gewinnen und wirklich etwas erreichen, muss man manchmal ein bisschen zuwarten, verschiedene Pisten verfolgen und nicht einfach von Faschismus reden. Ich würde dich nie kritisieren, weil du mit Verspätung etwas berichtest. Der Roger Köppel ist mir allem in der Gemütslage etwa ein halbes Jahr hinten rein gewesen. Weil er sich angefangen hat zu empören, bin ich schon in der Routine von der Empörung gesteckt, oder? Das ist überhaupt nicht schlimm, oder? Wichtig ist auch, dass die Leute auf das anfangen langsam zu realisieren. Aber was ich erstaunlich finde, wenn du Sachen wie Z-Wert und so weißt, der ganze Hoax, wenn ich da schaust, dann würde ich schon wissen, bist du mehr im Bagdi-Lager, in dem Sinn, dass du eine unglaubliche Gelassenheit hast. Das also gut, ich bin natürlich Optimist. Ich weiss, dass wir werden siegen. Schon? Ja. Ganz sicher. Ja. Die Freiheit ist nicht auszuhalten. Glaubst du, es kommt einmal aus, dass das, was da passiert ist, alles ein riesen Hoax war? Nein, es ist auch nicht ein riesen Hoax. Wieso nicht? Es ist eine Krankheit, es ist ein Virus, man kann das feststellen. Es sind Leute, die sterben. Das ist einfach nicht so, es ist überhaupt nicht so schlimm, wie es angestellt wird. Es hat ja schon vorher Coronaviren gegeben und es wird weiterhin gegeben. Und so. Also, ja, aber es ist eine Krankheit, die ist gefährlich für bestimmte Leute. Ist sie auch sehr gefährlich oder ziemlich gefährlich. Und es gibt Millionen, vielleicht sogar Milliarden, bei zu wenigen Medizinern, andere Viren und so. Also, darum, es ist nicht ein Hoax. Das ist, ja, wieder, das geht mir ein einfach. Hoax, Moment, aber ein Hoax. Natürlich, ich darf nichts vergleichen. Oder wenn man Grippe mit Corona vergleicht, hat man einen Strike. Oder? Aber natürlich gibt es vieles. Aber Corona kann tödlich sein und so weiter. Hätte es aber das letzte Jahr können und vorletzte Jahr und vorletzte Jahr und wird es nächstes Jahr können und übernächstes Jahr und übernächstes Jahr. Das ist also, dass man aus der Macht ist der Hoax. Das ist ein riesen, fetter Hoax. Und dass man die Leute in Schlumpfen rein zwingt. Aber das Problem vom Wort Hoax ist ja, dass, ehrlich gesagt, die wortwörtliche Übersetzung kommt mir jetzt gar nicht in den Sinn. Beschiss. Oder ein Betrug. Ja, Beschiss würde ich eben sagen. Ja. Beschiss und Betrug würde behaupten, es ist gar nichts. Es heisst, es gibt ein schöneres Wort, als ich jetzt übersetzt habe. Aber oder es ist ein Hoax halt. Es ist ein Hoax. Nein, das ist... Ist es für deine Zuhörer noch interessant, wenn wir über das Wort... Also ich finde auch da, ich finde das Wort blöd, weil es tut so, als sei nichts. Und das stimmt nicht. Bleiben wir bei der Sache. Es ist ein Virus, es ist gefährlich für bestimmte Leute, in einem bestimmten Alter. That's it. Bleiben wir doch sachlich. Schreiben wir, was ist. Reden wir, wie es ist. Genau. Und nicht wie... Moment, das ist, wenn ich sage, jetzt fangen wir an, nur noch Schritttempo fahren. Jetzt Autofahren ist nur verboten, du musst an einen wichtigen Arbeitsplatz. Du kannst alles sagen und sagen, es gibt Tote im Straßenverkehr. Genau, gute Analogie, oder? Weil das habe ich, glaube ich, auch schon. Doch ist es ein Hoax, wenn sie plötzlich sagen, es sterben immer mehr Junge, es sterben immer mehr Schwangere, es sterben immer mehr, weil sie irgendwie geraucht haben beim Autofahren. Ja, aber dass ein Auto, wenn man es falsch bedient, kann tödlich sein, das ist kein Hoax. Nein, aber wenn man jetzt plötzlich sagt... Der Unterschied ist ein bisschen, das Auto ist keine Krankheit. Wenn man jetzt plötzlich... Weißt du, wenn jetzt anfängt, jeder Unfall
24 Stunden, 7 in den Medien bringen und sagen, der hat 2 Geschwister. Und da ist der Vater und die wöchentlichen Fallzahlen im Straßenverkehr. Und schau, da ist eine Frau angefahren worden. Da bin ich bei dir. Und die Fußgängerin hat sich den Fuß verknackst. Ja. Oder? Wenn wir anfangen so und jetzt Folgeschäden vom verknackten Fuß. Aber ist das, was ich vorher gesagt habe? Leben ist lebensgefährlich. Wir haben den Tod. Ja. Wenn wir jetzt plötzlich anfangen, das alles. Also ich lade dir das Wort. Tag. Ich brauche es nicht. Ja, eben. Aber ich glaube, was wirklich interessant ist für die Zuhörer, ist wirklich der Unterschied von Nebelspalter und Stricker TV. Ich bin gut oder im Schlechten und will das selber beurteilen. Ja, also am Schluss machst du ein Angebot, wir machen das Angebot. Ich tue es wirklich ablehnen, dass wir irgendwie, das ist nicht fair, dass du sagst, es sei bei uns nur ein Thema unter ferner Liefen, das stimmt nicht. Wir haben wirklich sehr viel gemacht. Wir haben Rima. Ja, aber nicht nur. Hey, come on. Das ist nicht fair. Mensch, gib auf der Website, gib Stichwort Corona. Komm, geh mal rein, Nebelspalter zu sehen. Lass uns schon lachen. Vielleicht werde ich jetzt an die Lüge gestraft. Für dich ist ja Klimajugend jetzt kein Thema mehr. Oder gehen wir in SMD schauen. Nein, Klimajugend ist... Noch das alte Layout zum letzten Mal anschauen. Genau. Also Afghanistan... Musst du das Neue nachbringen? Der Garten brennt, die Marke FDP braucht eine Schärfung, Deutschlands Offshore-Windkraft... Ganz wichtig. Die Impfung als Patentlösung, das ist eine, schau. Nur 32 Afghanen, der Weg ist das Spiel. Joe Biden, der Taliban. Da kann man noch sagen, das ist oben. Wichtig. Hallo, jetzt musst du oben reingehen, Corona. Nein, gilt nicht. Nein, das, ja, natürlich ist, das ist selektive Wahrnehmung. Das ist anekdotische Evidenz. Dann gehen wir runter scrollen. Ja, dann kommt da, ich bin gegen einen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Junge in Not. Die FDP ist unser wichtigster Gegner. Wann gehört man Migrant auf den Unentrat Bern einfach vom 11. August? Thomas Jordan, Bern vom 20. August, die ersten Abschiebungen. Und das Covid-Zertifikat. Siehst du, hallo? Wo? Dort bei Bern einfach. Und die neuesten Corona-Zahlen. Genau, sehe ich auch noch. Ja, ja, okay. Du siehst aber gut. Ich sehe jetzige Asylzentrum, der Vorwurf. Ich will einen grösseren Bildschirm haben. Postkolonialistisch. Egal. Da Städtereisen. Budapest. Jetzt ja, ein bisschen Werbepartner. Macht ihr das ist Werbung, okay. Das ist ja macht Sponsor, siehst du das nicht? Macht jetzt Budapest Werbung? Okay, wir machen nicht Budapest, wir machen Werbung für Budapest. Dort kannst du ohne Maske hin. Ist das so? Ja. Also dort sein kann man hingehen. Ein Kollege von uns ist in der Sommerferien, er ist Orientierungslauf-Champion und der hat gesagt, es sei also cool gewesen in Ungarn. Du musst einfach, du kommst an und dann kannst du Masken abziehen, du musst sie irgendwo versorgen und dann brauchst du sie nie mehr, bis er irgendwie zurück und hat er sie nicht mehr gefunden. Und du findest, in der Stadt Budapest kannst du auch nie eine Maske kaufen, erst am Flughafen. Ja, dann kann man sie wieder. Also das ist östliche Weisheit. Östliche Weisheit. Ja, Ungar ist 10, sozusagen. Osteuropäische Weisheit. Ja. Gerne noch ein bisschen runterscrollen. Noch mehr kommt. Disneyland, Weltfußball, Memes der Woche, bombiges 1. August Feuerwerk. Also ja, ich muss sagen, Corona ist nicht gerade dominant bei euch auf der Seite. Wir haben hunde viel gemacht. Komm mal. Gerne mal auf Blick.ch. Du musst sagen, was die anderen machen, oder? Du musst schon lachen. Das ist der Mainstream. Genau. Du machst Werbung. Spitalanweisungen verdreißigfacht. Ja, Corinna, aber das machen wir nicht. Da kommt der Schuhmacher, okay. Aber siehst du, da gegen diese Werbepower müssen wir angehen, indem wir so aus allen Rohren schiessen, zum den Mist. Das ist cool, von 30-fach ist doch. Ja, ist aus 1 werden 30. 1 mal 30. Ja, genau. Liliana, das ist Kosovo. So viel ist es aber auch nicht. Dr. Mokic kommt auch noch der Vertreter. Es gibt. Ah, halt. Ich sehe gerade auch, der Blick ist schon relativ ruhig. Ja, okay. Ja, also kommt irgendwann dann die tolle Reportage über dich, die grossartig. Warum bist du eigentlich nicht reden mit dem Blick? Das wäre doch lustig. Sie sind da gewesen. Ja, aber sie behauptet ja, du hättest ihnen kein Interview gegeben, oder hättest nicht? Ja, das ist aber eine lustige Geschichte. Gell? Es gibt so etwas, einen Pressekodex. Ja. Und ich glaube, der beinhaltet unter anderem, dass es mein Recht ist, meine eigene Stimme aufzuzeichnen, wenn ich interviewt werde. Ja, hätte ich noch nie. Aber ich bin ja Radiojournalist. Sie haben mir selber verboten, ich hätte sie können heimlich machen, meine eigene Stimme aufzunehmen. Nein, das ist erlaubt. Genau, du kannst, genau. Wenn sie dich interviewt, kannst du nebendran das Gerät laufen. Genau. Ja. Da hat man die Rundschau verboten. Und dann haben sie aber doch gemacht, das Interview. Ja. Eine Stunde und 50 Minuten. Ja. Und da haben sie auch nicht wollen. Und dann haben sie auch so auf ihre Führung gesagt, ich habe plötzlich neue Bedingungen gestellt. Dabei, das Einzige, was ich wollen, ist etwas, so ein völliges Selbstverständlichkeit. Du müsstest eine Beschwerde im Presserat machen. Wirklich? Ich zeige dir nachher, wie. Okay. Ich weiss, der Presserat ist eher gekaufter Haufen, oder? Ja, aber weißt du, nein, wir müssen ja die gekauften Haufen muss man ja in die Enge treiben, mit so sachlichen. Das ist schon interessant. Auf jeden Fall, ich habe gesagt, ich will doch reden. Ich werde von Linken ständig von der Presserat zerrt.
weil ich eine andere Meinung habe. Und so. Ja, aber macht das Eindruck? Auf mich nicht, nein. Auf dich doch auch nicht. Das ist doch nur so eine Ombuds-Pseudostelle, wo nein, man... Das ist doch ihre Taktik. Sie probieren, mich zu disziplinieren, oder? So, mit diesen Methoden. Und ich sage das auch sonst, weißt du, so bürgerliche Politiker, wir müssen euch viel mehr wehren. Oder? Sehr oft sagen bürgerliche Politiker, wenn sie vom Blick, oder nein, von wem, Blick ist im Übrigen handwerklich, meistens nicht immer gut. Aber, handwerklich gut? Ja, okay. Meistens. Nein, interessant. Sie sollen sich wehren. Weißt du, wenn sie irgendwie. Der Becker springen, wird sich jetzt freuen. Nein, ich habe gesagt, meistens. Aber weißt du, wenn sie mit Politikern irgendwie Zitate zum Gegenlesen gehen, dann machen sie es wirklich sauber und so. Ach so, das stimmt. Dann habe ich auch nicht das Gefühl, dass das. Nein, das. Sie machen es eher mit Leuten wie dir. Die Fakten. Blick ist viel mehr Lückenpresse als Lügenpresse. Also sie tun nicht wirklich einfach eiskalt lügen, das wäre auch dumm, weil da kann man entlarven, sondern sie tun einfach sehr, sehr selektiv Skiwerfer auf einzelne Aspekte. Wie jetzt eben hier Verdreissigfachung, dass aber die Verdreissigfachung immer noch harmlos ist. Basiseffekt haben wir gelernt, oder? Das ist eben Lückenpresse. Wie heisst das? Der Basiseffekt. Wenn du sagst, eine Verdreissigfachung oder plus 100%, spielt immer eine Rolle, auf welcher Basis plus 100% stattfindet. Genau, und die Weglassung, was die Basis eigentlich ist und dass das immer noch harmlos ist. Ich meine, die schon mit Mehrwert sich blamiert hat, da Frau vom, egal. Die Taskforce, genau, Tanja Stadler. Die hat jetzt so gesagt, jetzt hätte sich es dreimal verdoppelt. Stimmt übrigens nicht, das ist Fake News. Es hat sich nicht dreimal verdoppelt, es war nicht ganz so viel gewesen. Okay. Aber sie hat gesagt, es hat sich jetzt dreimal verdoppelt in 3-4 Wochen. Wenn sich es jetzt nochmal dreimal verdoppelt, dann kommen wir langsam in den kritischen Bereich. Mhm. Also das ist ja auch so ein Irrsinn. Mhm. Das heisst, wenn sich es nochmal verachtfacht, dann kann es gefährlich werden. Und darum müssen wir jetzt im Hochsommer Winterkrankheiten bekämpfen. Genau. Oder? Ja, ich meine, aber ist sie wirklich... Du hast vorher gesagt, wenn sie hat sich mit dem R-Wert schon so blamiert. Ist es irgendwie zwischen Weihnachten und Neujahr, wo man ja herausgefunden hat, oder herausgefunden, wo rausgekommen ist, dass das so, dass erstens sehr viele Annahmen in das Ding einfließen und dass es dann noch so schwankt, irgendwie, glaube auf und ab, hinter der Führung und so. Der Wert hat sie auf die zweite Stelle noch ein Komma genommen, was absolut irre ist. Genau. Sie haben subjektive Faktoren wie die Auslastung von den Betten. Genau. Das ist ein Witz, wie sie das Nährwert berechnen, wie viel Auslastung für das Spital ist. Aber nein, ich habe das Gesamt angespielt, aber es ist viel spannender. Mhm. Und zwar ist sie eigentlich die grossartige Frau gewesen, die gerade am Ende des Lockdowns für eine Schlagzeile gesorgt hat, die geheissen hat, der Lockdown ist unnötig, im Tag ist das gestanden, also nicht so, aber der R-Wert ist schon auf Eis gefallen vor dem Lockdown. Genau. Und das ist halt ihre grosse... Vom ersten Lockdown, genau. Aber schon dort hat sie den Denkfehler gemacht, oder wirklich den handwerklichen Fehler von einer Wissenschaftlerin, dass sie die total nichtssagende Fallzahl als Grundlage genommen hat und nicht berücksichtigt hat, dass wenn man mehr testet, mehr Fälle hat. Genau. Also mehr Zyklen macht und so weiter. Total dilettantisch. Also das ist mein grosses journalistisches... Ja. Muss ich fertig erzählen. Und dann hat sie aber gemerkt, das ist jetzt ja nicht so gut, dass ich jetzt hier als Bundesratskritiker da stehe. Und dann hat sie den Titel von der Arbeit, die Schlagzeile auf der ETH-Seite, ist abgeändert worden und hat dann geheißen, dank dem Bundesrat konnte Schlimmeres verhindert werden. Und dann hat sie aber dann gemerkt, und das hat Nau zu verdanken, ausgerechnet am Nau, ich danke sagen, ich finde den Artikel nicht mehr, aber die hat wirklich einen schönen Rechercheartikel gehabt, dass sie nachher, wie sie gemerkt haben, das ist jetzt schon ein bisschen sehr unwissenschaftlich formuliert, dank dem Bundesrat, haben sie den Titel nochmal geändert. Mhm. Und am Schluss ist das etwas Nichtssagendes da gestanden. Ja, das sind eben die vereinigten Informationsbeauftragten in den verschiedensten Orten, die sowas machen. Ich meine, das hat es schon vorher in Bern gegeben, oder? Also legendärisch vor der Abstimmung über die Energiestrategie hat man über Nacht hat man eine Studie vom Bundesamt für Umwelt von der Webseite weggenommen, wo drin steht, dass man beim Abschalten von Atomkraftwerken 5 bis 9 Gaskraftwerke wird brauchen in diesem Land. Oder? So. Mhm. Also Sachen hat es immer gegeben. Das Problem ist, dass viel zu viel Geld rum ist beim Bund. Aber da geht es um unsere Freiheit. Dort auch. Weißt du, da geht es um unser Geld. Weißt du, dass ich das Geld nicht mehr gesehen habe, mit dem habe ich abgefunden. Nein. Sorry, es geht immer um Freiheit. Es geht immer um den Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Da kommt eine Kante hinführen. Genau. Du weißt, mit dem kannst du mich weichklopfen. Wieso? Ja, da hast du mich.
Nein, der ist einfach gut. Das ist der, ja, das ist der Aufsatz ist einfach. Und man muss ihn ja noch weiterlesen, ist ja nicht nur der Satz. Oder? Es wird immer Bevormunder geben, schreibt er, wo die Menschen wollen in den Gängelwagen, wie Vieh, in den Gängelwagen sperren und so durch die Welt schippern. Jetzt impfen sie uns wie Vieh. Und die Frage ist wirklich, ob man. Es ist ein grosses Projekt, 1784 angefangen. Es ist ein grosses Projekt von der Befreiung der Menschen. Und es war immer wieder bedroht. Manchmal war es durch Waffen bedroht. Manchmal ist es sehr oft, oder eigentlich immer, ist es durch Politiker bedroht. Es ist manchmal durch die Menschen selber bedroht. Es ist immer wieder ein. Ich sehe den grossen Bogen. Und wir sind gut unterwegs. Mhm. Ich würde mich wundern, ich finde es wirklich interessant, dass du gesagt hast, mit so harten Worten und so, kann ich mich profilieren und so, aber eigentlich nützt das auch nicht so viel. Ich sehe es anders. Ich sehe, dass ich mit dem, wenn schon, kann mobilisieren. Das kannst du sicher. Habe ich aber auch gesagt. Genau, ja. Das stimmt, das hast du auch gesagt. Mhm. Und ich finde schon, das ist der Ansatz. Oder? Man will mobilisieren, aber es muss auch stimmen. Oder? Ich finde schon, dass es mit dem Herzen stimmt. Und jetzt hat mich wundern, du hast ja gesagt, es ist kein Krieg. Mhm. Ich habe den Begriff auch lang geschüchtert. Ich brauche ihn auch jetzt nur in ganz bestimmten Zusammenhängen. Ich rede mehr von Kriegsfolgen als von Krieg selber. Aber es hat mich schon wundern, ob es nicht einen Grad von Unterdrückung gibt, wie jetzt eben in Australien. Du musst für die Sendung schauen, die ich mit dem Bern aus Australien gerade geführt habe. Ich werde noch aufgeladen. Mhm. Das ist so gestört. Also das ist so gestört, das ist die Folgeschäden sind enorm. Auch bei uns, das Kind, die leiden, psychiatrische Einweisungen, alte Leute sterben einsam, sie sterben an Thrombose und so weiter. Von der Schlumpfung dürfen wir jetzt gar nicht reden, aus YouTube-Community-Guidelines-Gründen. Also da passieren Sachen. Mir ist einfach die Frage, würdest du jetzt sagen, es gibt schon einen Punkt, dass wenn es jetzt noch viel schlimmer wäre in der Schweiz, wenn jetzt wirklich Leute würden, was nicht? Die Impfung ist super, gehen auch impfen. Nein, jetzt reden wir australische Verhältnisse. So genau. Ja. Genau. Gibt es einen Moment, wo du kannst sagen, das ist jetzt Kriegsende? Nein, Krieg nicht. Krieg ist, wenn bewaffnete Gruppen aufeinander losgehen. Dann ist es entweder ein Bürgerkrieg oder ein erklärter Krieg. Oder so irgendwie. Stiller Krieg. Ja, aber es ist nicht Krieg. Come on. Nein, es ist dann wirklich. Nein, Bomben fallen, muss Blut fließen. Ist jetzt die Menge, der Umfang vom Leid. Und von der bewussten Kaputtmachung von Leuten, wo man kann sagen, es ist einfach Krieg. Für dich ist das so, aber ich sage einfach, wenn du das Wort so brauchst, dann führt das bei Empfängern von der Botschaft auch dazu, dass sie es falsch verstehen oder nicht richtig verstehen, falsch interpretieren. Und das ist ja, wir sind ja Kommunikatoren. Du sollst Wörter brauchen, die von einer Mehrheit, von denen, die du willst erreichen, verstanden werden. Ich sehe es eben so, wir drehen uns ein bisschen im Zeug. Aber ich bin der weckt und die Freunde der Verfassung holen die ab und dann kommen wir zu politisch organisieren. Ja, aber das kann eine gute Taktik sein, getrennt marschieren, gemeinsam zuschlagen. Ja. Ja. Aber kalter Krieg, mit dem Begriff ist kein Problem, obwohl dort niemand gestorben ist. Ja, aber es ist auch militärisch, natürlich. Es ist eine militärische Auseinandersetzung gewesen. Es ist einfach der Unterschied, dass man nie gezündet hat. Aber es ist natürlich um Raketen und um Truppen und um Panzer und um so gegangen. Also von dem her ist für mich ist Krieg halt etwas Militärisches. Etwas, ja. Mhm. Und, interessant. Ja. Wie wirst du eine Krise nennen denn, oder? Nein, es hat schon totalitäre Züge und ich meine, das, was man jetzt gehört hat, so von Australien oder auch Neuseeland, oder? Das ist schon ein Punkt, wo man irgendwie zum Beispiel autoritär und totalitär kann brauchen, finde ich. Mhm. Ja. Okay, genau. Ich höre nicht, dass du dich im Kreis drillst, aber der Charme vom Format ist eben auch, dass man ins Rabbit Hole reingeht und wirklich eine halbe Stunde lang uns mit etwas beschäftigt, mit einem Wort oder weiss ich etwas und gewisse Leute schalten wahrscheinlich ab und andere finden es genial, oder? Ja. Hey, ich könnte dich endlos aufhalten, aber auf der anderen Seite, so würde ich es auch nicht beenden lassen. Was willst du noch wissen? Ich könnte noch ein bisschen, genau, sagen wir doch, fragen wir uns über den Nebelspalt, wo Thais hingeht. Was wir verstärken, was wir anders machen, besser machen, also wo wir stolz drauf sind. Ja, ich finde, wir haben in extrem kurzer Zeit etwas ganz Tolles auf die Beine gestellt. Oder andere so Portale haben ein Jahr lang Vorbereitungszeit gebraucht und so. Und entsprechend, wenn du das so schnell machst, dann tust du eben vielleicht auch nach einem halben Jahr schon die ersten Korrekturen machen. Das machen wir jetzt heute Abend, irgendwann in der Nacht hoffentlich. Und ich hoffe, es klappt alles, drücke uns Daumen. Und dann, was ich einfach mehr machen will, sind wirklich Recherchen. Wirklich die ganz coolen,
tiefen Recherchen zu verschiedenen Themen. Aber natürlich auch zu Corona, weil da gibt's, ich habe auch noch Dossiers, ich habe auch noch Papier und so, Leute mir kennen und so. Ich komme einfach nicht dazu. Man muss manchmal sehr viel, und es ist ja immer ein Abwägen. Aber ich finde wirklich, was ich finde, ein bisschen fehlt, ist die wirklich tiefe Recherche im Bundesbern über den Staat, das Big Government, über die Machtballung, die bei Corona sichtbarer geworden ist. Das gebe ich dazu. Sichtbarer. Ich habe die immer kritisiert. Vielleicht ist es darum für mich etwas anders. Ich habe die immer kritisiert. Ich habe die immer auch gesehen. Oder? Ich meine, das ist ein paar Jahre her, Medienkonferenz von Alain Berset über Gesundheitspolitik, Krankenkasse, ich weiß nicht mehr was. Wo er mich vor, er sieht mich und so, und er zieht mich vorher, zieht er mich so auf die Seite und sagt, Herr Feusi, wollen Sie die böse Frage jetzt schon stellen? Also weißt du, ich habe das immer gemacht, bei verschiedensten Themen. Ich habe es immer kritisiert. Aber es ist natürlich für unglaublich viele Leute, auch in meinem persönlichen Umfeld, ist es noch nie so sichtbar gewesen, wie jetzt. Aber ich spüre bei dir doch eine größere Gelassenheit als bei mir. Hat das damit zu tun, dass du die Bundesräte alle persönlich kennst und eigentlich weißt, die wollen schon das Richtige und sie brauchen ein bisschen länger. Aber jetzt nein, ich bin einfach Optimist, sorry. Also, schau den grossen Bogen an. Wir sind noch nie. Also, wie soll ich sagen, die Freiheit hat einen Rückschlag erlitten, einen schweren Rückschlag. Da bin ich voll bei dir. Aber sorry, es sind noch nie so viele Leute angefixt gewesen von dieser Befreiung. Vom Mensch, vom selbstbestimmten Leben, vom Gestalten von ihren Träumen und Ausleben von ihren Träumen und dem Zusammenarbeiten mit anderen Leuten. Es ist noch nie so, es ist, und ja, es hat aber auch, historisch ist es auch so, man hat alle 25 Jahre hat man die Freiheit müssen verteidigen. Jetzt müssen wir es. Jetzt hast du etwas geschafft, jetzt hast du das gleiche wie der Roger Köppel, aber noch poetischer gesagt. Okay. Also, das wäre eigentlich ein Schlusswort, aber jetzt sind sie doch noch in 2 Stunden. Also, das heisst, also, der Nebelspalter, die sind das sehr zufrieden, wie es gestartet ist. Und ihr wollt das eigentlich noch ein bisschen mehr, eben, du jetzt als Einzeljournalist, willst gewisse Sachen noch mehr vertiefen. Darf ich fragen, ist das ein offenes Geheimnis? Wie wichtig sind die Abonnentenzahlen, die Abonnentenumsätze und Werbeeinnahmen? Bei euch sind schon vor allem die Abonnentenumsätze, oder? Wir müssen beides mehr haben, als wir jetzt haben. Irgendwann aber einmal. Prozentual, weißt du, was ist da normal jetzt bei einem Tagi oder ist das 50-50? Das weiss ich im Fall echt gar nicht. Ich weiss auch nicht, was mir in den Plänen ist. Ich müsste es nachher irgendwie nachschauen oder jemanden fragen. Muss ich ehrlich sagen. Ich glaube schon, die Zukunft, wenn du mich so ein bisschen allgemein fragst, weißt, die Werbeeinnahmen gehen ja überall zurück. Mhm. Auch im Netz, wenn ich das so ein bisschen im Kopf habe. Und darum musst du immer mehr, und das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, dass du fokussierst auf die Abonnenten, weil dann musst du wirklich schreiben für die Menschen, die dich konsumieren. Das ist ja das Übel von den Medien, ist ja, dass in den 90er Jahren, oder überhaupt in den Hochzeiten von der Medienlandschaft, dass man ja die Medienhäuser mit diesen Rubrikinserat, also irgendwie Jobs und Auto und Wohnungen und so, haben sie so viel verdient, dass eben die Redaktionen gar nicht haben müssen schreiben für die Leser, weil die Abo-Einnahmen sind vernachlässigbar gewesen. Und darum ist es so schlimm, wenn man jetzt staatlich Medien finanziert, oder? Weil dann ist plötzlich wieder, dann kommst du ja Geld vom Staat über, dann musst du nicht mehr für die Abonnenten schreiben. Mhm. Und das ist auch der Traum der linken Journalisten, darum sind alle linken Journalisten in selber Meinung. Und darum, ich habe selber ein Komitee gegründet von Journalistinnen und Journalisten, wo die Medienfinanzierung ablehnt und bekämpft. Oder? Mhm. Gibt es da, aber da trauen sich ja kaum ringe Journalisten drin? Sie trauen sich nicht, nein, aber sie sagen mir dann irgendwie, ja, hast ja schon einen Punkt, aber weißt. Aber wenn sie die Millionen nicht mehr bekommen, wird für ihren Lohn gekürzt, das wird es dann auch nicht. Ich glaube eben, das ist ja Medien müssen sich halt auch neu erfinden. Ich meine, das ist ja irgendwie furchtbar konservativ, dass die immer noch meinen, sie können so Geld verdienen wie vor 500 Jahren, nämlich mit Druckerschwärze auf toten Bäumen. Also ich bin mal, es gibt ein Museum, ein Pressemuseum, ein Medienmuseum in Washington. Da sind Medien aus 500 Jahren ausgestellt und so Ziehschubladen, oder? Und es sind immer tote Bäume und Druckerschwärze drauf. Ich meine, dass wir auch einmal ein neues Produkt finden, ist ja eigentlich logisch, oder? Mhm. Also, und ich meine, das ist, ja, ist hart und so. Und was genau funktioniert, wissen wir auch noch nicht. Probieren sie sich aus mit dem Nebelspalter. Aber irgendwie, es gibt doch keinen Anspruch. Kutscher gibt es auch keine mehr, oder? Also, und irgendwie sind X-Prüfe schon ausgestorben, oder? Ja. Ich glaube, das ist für das Interessante an den Vlogger, oder? An den Blogger. Dass die haben zum Teil auch Sponsoren.
aber die überleben natürlich fast ausschließlich wegen der Abonnenten, ja, wegen der Zuschauer. Ja. Also ich habe gelesen, so in meinem Telegram-Chat, du siehst ja zahlt vom BAG. Ist das gestanden? Ich hatte den, kontrolliert die Opposition. Genau. kannst du es jetzt also gestehen? Kannst du wirklich schicken? Ich habe ihn da. Ich weiss, dass es gerade letztes Jahr versagt. Ja, das ist gerade der Verfassung vorgeworfen worden. Es ist eine kontrollierte Opposition. Ja. Ich denke, eine kontrollierte Opposition, die 187.000 Unterschriften sammelt, ist für mich eine sehr intelligente Art von kontrollierter Opposition. Aus der Kontrolle gerade eine kontrollierte Opposition. Nein, einfach auch dort. Weißt du, wirklich, also am Schluss, Journalismus ist irgendwie Dienst an der Wort. Und darum bin ich vielleicht auf gewisse Wörter ein bisschen allergisch und probiere mir hure Mühe zu geben. Wahr. Oder? Ich tue meine Begriffe sehr gut wählen. Eben das Wort Diktatur habe ich nie angenommen. Ja, spricht für dich. Es ist keine Diktatur. Aber wir sind kein Rechtsstaat mehr, wenn es um Corona geht. Ja. Soll ich ein Beispiel erzählen? Ein Beispiel. Jemand hat die Maskenpflicht an der Schule angefochten, im Kanton Zürich, glaube ich. Und dann hat man das BAG mit dem in Frage gestellt, wo sagen, wir haben Maskenpflicht aus gesundheitlichen Gründen. Und der Richter hat im vollen Ernst im Urteil das Urteil begründet mit einem Flyer vom BAG. Mhm. Oder? Und da weisst du einfach, da weisst du, es funktioniert. Die Person ist ja hoffentlich in die Revision gegangen, bei der nächsten Instanz und nicht. Ja, aber es ist ja nichts, kommt ja nichts raus bei allem. Mhm. Es versendet. Ja, vielleicht müssen wir, also das nächste Thema ist die Justiz. Oder ich finde, vom Staat, wieso der andere urteilt? Das ist auch eine Illusion. Das sagt der David Dürr. Gestern im Vortrag gehört und dann kommt es mir in die Sendung. Ja, der David Dürr ist super, ist grossartig. Ja. Hat eine Kolumne in der Basler Zeitung, wo ich jede einzelne dir würde zum Lesen empfehlen. Er hat ein Büchlein rausgegeben. Mhm. Und er ist natürlich cool. Und ich komme auch so ein bisschen aus dieser anarchischen Ecke, oder? Irgendwie, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ja. Also wirklich das grosse Thema. Oder Macht und Freiheit, das sind die beiden Antipoden. Und du musst, und das ist ein Problem auf der sozialdemokratischen Seite, geht es immer darum, Macht besser zu legitimieren und mit dem irgendwelche moralische Sachen zu erreichen. Und die Liberalen sagen, hey, die Macht ist das Problem und nicht die Lösung. Mhm. Und das ist das, was uns unterscheidet von diesen. Und das tut sich bei verschiedenen Themen akzentuieren. Und Ich gebe dir recht, oder? Ich meine, bei diesem Thema, es hat sich noch nie, ja, kann man glaube sagen, es hat sich wirklich noch gar nie so akzentuiert für die Menschen auch, die vielleicht eben nicht im Bundeshaus arbeiten, oder? Ich bin immer schon, eben, das ist meine Deformation, aber für jemanden, wo irgendwie einen normalen, anständigen Beruf hat und nicht Journalist ist, ist es noch nie so deutlich geworden wie jetzt. Den Punkt, den gebe ich dir. Darum bin ich ja da. Darum schreibe ich über das Thema, aber nicht immer. Bist du Vollblutjournalist? Das ist das, was du immer gerne gemacht hast und immer wirst machen. Ich habe im allerersten Semester an der Uni Bern habe ich mir auf halblegalem Weise Zutritt ins Bundeshaus verschafft und habe an der Pinnwand der Bundeshausjournalisten aufgehängt, ja, ob nicht irgendeine Zeitung während der Session ein bisschen eine Verstärkung bräuchte. Und ich wäre übrigens da und meine Telefonnummer, ich habe zwar nie ein Telefon bekommen, aber ich habe in das Haus hinein wollen arbeiten. Das ist halt Cedric Wermuth, intellektuell interessant, oder? Mhm. Kannst du noch ein anderes Lob machen, auch jemanden, wo du politisch überhaupt nicht auf der gleichen Linie bist und doch findest, das ist eine Bereicherung für das Schweizer Parlament? Ja, es gibt viel. Also ich finde auch ein Balthasar Glättli finde ich interessant. Es ist überhaupt, also weißt, so ideologisch fällt mir halt auf, ist man auf der linken Seite ist man ziemlich fix, also sie haben das Zeug gelesen und so. Dann finde ich den Gerhard Pfister, mit dem kannst du wirklich du kannst philosophisch Sachen besprechen, du kannst auch taktisch über Sachen im Bundeshaus reden mit ihm. Ich finde das sehr interessant. Ja, ich bin ein bisschen Fan gewesen, weißt, von diesen grossen alten Ständeräten. Das war spannend bei der Verfassungsrevision, wie die so Grundsatzdiskussionen geführt hat. Was soll man da in der Präambel reinschreiben? Und also das war ein Zimmerli, ein Thomas Pfisterer, auch ein Rienhoff, bin zwar meistens anderer Meinung gewesen, der Bruno Frick, der Carlo Schmid hier aus der Ostschweiz. Der Carlo Schmid ist schon ein cooler Typ, ist in der gleichen Mittelschule wie ich. Ich habe einmal einen Vortrag organisiert mit ihm. Ich, die, die, ja,
ich wollte nicht sagen, es war früher alles besser gewesen, aber gerade im Ständerat die so ein staatsphilosophischen Debatten, die fehlen. Und die fehlen natürlich jetzt viel mehr. Viel mehr. Es gibt so ein Leute, die in diese Richtung gehen, aber denen fehlt wirklich der Widerpart. Also, aha, das ist interessant. Jetzt sind wir wieder bei den Grundsätzen, oder? Also bei der grossen, für meinetwegen richtigen oder falschen Begriff. Das heisst, dass es bräuchte im Parlament jetzt quasi mehr Denker. Oder es ist ja gut, wenn man so ein bisschen. Ich, also, was heisst Denker? Ich finde eben. Mehr gesunder Menschenverstand eher. Weißt, irgendwie, ist ja nicht eine Frage vom Denken, es ist ja, oder nicht nur, sondern es ist mehr eine Frage vom Grundverständnis. Und das kann auch du, und was eine Gesellschaft soll, wie wir zusammenleben wollen, wie wir uns organisieren wollen. Und das kann auch aus dem Bauch herauskommen, für das musst du nicht studiert haben. Oder? Mhm. Ich meine, Carlo Schmid hat auch studiert, aber vieles, wo ich mich x-mal erinnere, oder irgendwie, vieles, was er gesagt, eine Intervention im Ständerat gemacht hat, ist wirklich aus dem Bauch herauskommen. Der Innerrödler, wo einfach auf den Putz haut und sagt, schau, zum Beispiel Raumplanung, das ist ein Schwachsinn, wenn Leute in Bern das Gefühl haben, sie können irgendwie in Trogen oder in Oberecke, wir können in Oberecke jetzt irgendwie planen, wie viel Leitzont werden muss oder nicht, sondern das müssen die Obereckerinnen und Oberecker müssen das entscheiden. Also irgendwie. Und wir sind uns wieder erinnern am Föderalismus zum Beispiel, oder ich drehe fast durch, auch bei Corona, oder wie die Gesundheitsdirektoren auf ihre verfassungsmäßige Hoheit verzichtet und der Herr Berset bittet, gesamtschweizerische Massnahmen auszurufen. Und das machen sie nur, weil sie die Verantwortung für ihre Entscheidung nicht tragen wollen. Oder? Also da drehe ich durch. Oder? Das entsprechende Haus in Bern, das Haus der Kantone, das ist, hast du das Gefühl, sollte man in die Luft sprengen. Krieg! Hast du gewusst, dass Duttweiler mal einen Stein durch die Scheibe geworfen hat? Ja, das ist legendär. Kennst du die Geschichte? Weißt du noch mehr zu dem? Oh, im Detail nicht, nein, weißt du es ja. Nein, auch nicht grossartig. Da war ein Entscheider so nicht zufrieden gewesen, nicht einen Stein. Ja. Sie haben einen Kollegen einen Stein holen lassen und hätten durch das Bundeshausfenster geworfen. Genau, genau. Ja. Aber ins Kommissionszimmer, nicht das Ständerat. Stell dir eine Skandalisierung vor, wenn heute ein Demonstrant würde. Das ist Erik Werbut. Oder selber, ja, genau. Dann wäre es der Sturm der. Das Bundeshaus. Ich habe Überzeugungstäter, finde ich halt cool. Links oder rechts. Ja. Das sind Leute, die wirklich von etwas überzeugt sind, mit denen kannst du auch gut diskutieren. Das ist immer interessant und irgendwie so. Ist das so? Sind die nicht oft dann ideologisch so verbrämt, dass sie gar nicht mehr offen sind für das Diskurs? Das gibt's auch. Ich finde vor allem auf der linken Seite. Eben, es gibt Leute, die mit dem Nebelspalter nicht reden, oder? Ja. Also. Funicelli. Oder wie heisst sie? Funicello? Nein, die redet. Die hat auch schon mit mir geredet, aber der Herr Nordmann, immerhin der Fraktionschef. Der redet nicht mit dir. Weil aus ideologischen Gründen. Ich habe ihn gefragt, warum. Er hat mir nicht sagen, weil er nicht mit mir redet. Jetzt im Ernst? Ja, okay. Er ist davon. Ja, es ist. Aber. You're free to choose. Die Linke hat ja fast das Gespräch fast kategorisch verweigert, mir an den Tisch zu sitzen. Hast du das Gefühl, es hat... Du bist ja schon des Teufels, weißt du. Ja, genau, ich bin bei Igitt, ich bin der Grüsel. Ja. Aber, ich bin ein charmanter Grüsel, zu meinen Gästen bin ich immer nett. Ja. Aber hast du das Gefühl, es ist einfach auch ein Zeichen von Schwäche, dass sie sich, dass offenbar schlechte Argumente haben, um sich am Austausch zu stellen? Darum sage ich, wir werden gewinnen. Sicher? Ja. Ich sag das, ich finde auch, unsere Bewegung sollte ein bisschen mehr Optimismus haben. Dann sind wir auch sexier, findest du nicht? Ja, weißt du, ich habe es einfach lang gehabt, ich habe ja auch probiert, satirische Beiträge machen und alles, aber mittlerweile, weißt du, wenn jetzt wirklich morgen beschlossen wird, dass ich nicht mehr in die Beine hocken kann, und dann die Leute, die die ganze Panikkugel schieben und für die ganze Unfreiheit zuständig sind, die können dann, obwohl ja gemäss IAO und so weiter, wissen sie, ja, die Schlumpfung überhaupt, trotzdem noch kannst du überkommen und kannst trotzdem noch weitergehen und so. Ich sage extra so ein verschwammen, damit man nicht mehr strike kann. Weißt du, was ich meine? Dass die Leute jetzt können in die Beize gehen, wo die Unfreiheit ausgerufen haben. Und wir, die für die Freiheit sind, sollen die heim bleiben. Muss ich sagen, das ist eine Form von Spaltung, die so infam und so niederträchtig übel ist, dass ich dann schon nicht mehr sehr locker bleiben kann. Mhm. Aber du findest dann auch noch, dann suchst du halt zuhause und bestellst halt Pizza beim Kurier. Was heisst, weißt du, locker? Nein. Man muss schon, wie soll ich sagen, dem auch etwas entgegensetzen. Aber du kommst nicht daran vorbei, in dem System, wo wir sind, die Mittel
anzuwenden, wo in diesem System rum sind. Ich glaube, das ist aber der David Thür auch nicht auf deiner Seite, oder? Wie? Das, David Thür hat gestern Vortrag gehalten und gesagt, kann man kann bei der Oper mitmachen, solange es Spass macht. Ja, wahrscheinlich ist er dort ein bisschen, auch also als Privatrechtler, ist er wahrscheinlich dort. Aber ich meine, er hat ja auch, er hat ja, hat er von dem Projekt erzählt, dass er eine Sammlerklage machen will. Ja, genau. Er sagt quasi, die Eidgenossenschaft ist eine Genossenschaft. Genau. Aus der Genossenschaft kann man austreten. Steht ja. Im Gesetz ZGB versichert, wo. Ja. Dann tun wir einfach das finde ich cool, aber er ist ja Jurist. Also er nützt auch die vorhandenen Mittel. Oder? Mhm. Ich finde einfach wirklich, also da können wir wieder auf Amerika. Ich finde wirklich, vielleicht brauchen wir ein Verfassungsgericht. Wobei, es hat auch einen Nachteil. Es gibt nur eine politische Lösung. Ich habe eh die Hoffnung an Gericht verloren. Die Corona-Sache wird nur politisch gelöst werden. Ist möglich. Es ist, wie unsere Gerichte heute besetzt werden, wäre nochmal 2 Stunden. Oder? Das finde ich verrückt. Ich habe Zeit, aber du musst wieder mal gehen. Nein, ich muss auch wieder mal gehen. Genau. Ja. Ist das schon langweilig? Nein, langweilig ist es nicht. Nein. Du hast gesagt, ich soll irgendwie, wieso soll ich machen? Genau, hast du nicht. Ja. Genau. Nein, habe nicht. Genau. Also du selber mich bist... wundert, wer hat jetzt eigentlich bis jetzt zugelassen? Sehen wir denn? Weißt du was? Sind mal wenn mehr jemand, und oft kommt man gutes Lob über. Ja, also ja. Die Leute, die anderer Meinung sind. Also, wenn jemand bis jetzt zugelassen hat, dann kann er sich bei mir melden. Und dann gehen wir ein Bier trinken zu Bern im Café Federal. Solange wir noch dürfen. Genau. Von außen dürfen wir ja wahrscheinlich länger. Bist du auf Twitter? Ja, ich bin auf Twitter. Faisal. F-E-U-S-L. Ah, das ist, bist du aber früher dran gewesen, dass du den Namen hast. So kurz. Ed Faisal. Ja. Das ist aber schnell. Oder gibt es jetzt viele Faisals? Ja, 2000 und wann ist es gewesen? Ich glaube, 8, 9, 10 habe ich dort angefangen. Ja. Aber ich finde, Twitter ist eine brutale Scheissbubble geworden. Wie YouTube-Kommentar. Ich tue dort nur noch, weißt, ich tue die einfach mal irgendetwas anrühren. Ja. Und dann ist lustig, ist mir eine Nationalrätin begegnet auf dem Bundesplatz, von außen mit Maske. Und dann habe ich nur, ich habe den Namen nicht twittert, aber ich habe einfach twittert, was will mir eine Parlamentarierin sagen, die in einem wunderschönen Sommertag mit der Maske über den Bundesplatz läuft. Ich habe irgendwie 90 Reaktionen und sind alle durchgedrillt und ich einfach dachte, es ist völlig Also mein Hobby bei Twitter ist, du gehst irgendwo rein, zum Beispiel im Reda El Arbi, und dann sagt er, hat zum Beispiel geschrieben, er werde nie vergessen, ich gehe nicht ins Detail. Auf jeden Fall, ich gehe einfach rein und setze einen Nadelstich. Setzen. Und dann schlafe ich drüber. Dann schaue ich, wenn er da von 3 Gegentweets nimmt. Und dann mache ich einen Screenshot und das in der Sendung behandle. Das ist nämlich der Trick. Du darfst dich nicht auf das Kleine lassen. Nein. Du darfst nur absondern, aber nicht anfangen. Genau. Aber das war anders. Ich erinnere mich sehr gut. Es gibt auch viele Politiker, die nicht mehr gross unterwegs sind auf Twitter. Aber es hat eine Zeit gegeben, wir haben irgendwie einen Tennismatch oder einen Fußballmatch geschaut. Und so nebenbei habe ich mit dem Cedric Wermuth über Lenin und Marx diskutiert auf Twitter oder so. Das interessiert dich wirklich. Ja, darum sage ich dir, darum weiss ich auch, dass er hat das Zeug auch gelesen. Oder? Das finde ich eigentlich cool. Ich möchte eigentlich auch, dass wir Liberalen mehr lesen und mehr. Findest du Twitter nicht ein gefährliches Instrument? Hast du schon mal müssen Tweets wieder löschen? Ja, habe ich auch schon müssen. Ja. Was war das? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ja, besser sagst du es nicht, hast du es ja gelöscht. Ja, genau. Nein, aber mehr, weißt du, dass ich es rausgetwittert habe und dann irgendwie beim Wiederlesen relativ schnell, weißt du, es passiert ja beim Mailer auch manchmal, dass du nachher im gesendeten Ordner siehst, oh, Scheiße, das ist ja irgendwie, oder ja. Und dann habe ich es gerade selber, ja. Also richtig im Sinn von Shitstorm und dann habe ich müssen löschen. Glaub nicht. Jetzt, wenn jemand zulässt. Nein, ich glaube wirklich nicht. Twitter ist ein ganz giftiges Format mit diesen wie vielen Zeichen? 280 oder so. Du kannst ich habe es besser gefunden, als 120 sind. Noch besser. Aber du kannst ja gar nicht Schlaues rausladen dort. Du kannst nur so Nadelstich setzen und darum ist es so giftig. Oder die Dialoge. Ja, giftig ist. Also die Antwort ist ja dann oft einfach, da kommt dann das Zeug zurück. Ja, im schlimmsten Fall kannst du einfach Hashtag lesen hilft. Mache ich manchmal. Ja. Wie viele Abonnenten hast du auf Twitter? 6,5 oder so irgendwie. 1000? Ja. Ja, schön. Ich tue immer, wenn ich 1000 wieder habe, die Person, die ich zum Mittagessen einlade. Wirklich? Mhm. Okay, Ed Faisal, folgen. Und wenn, ich glaube, noch 500, dann wird wieder jemand eingeladen. Und es hat mal einen gegeben, der hat sich extra, wo es bei 6
bei 5.999 hat er seine, nein, bei 5.998 hat er seine Frau angemeldet und dann sich, damit er mit mir kurz Mittag essen. Da habe ich dann aber gesagt, also eigentlich ist das ein bisschen beschissen. Also, hättest du mit der Frau zu Mittag gegessen wahrscheinlich? Erstens das und zweitens habe ich, nein, ich habe ihm gesagt, er soll also der Frau einen Blumenstrauß heimbringen. Okay. Und wie sind das für Gespräche, was sind das für Leute? Und, es ist ganz unterschiedlich, es war mal ein Arzt, mal ein Starjurist vom Prime Tower. Jetzt der vom 6000. Wer weißt du, wer der 6000 ist? Siehst du das? Aber wenn wir einen Screenshot machen, wenn er es abonniert. Genau. Nein. Es wird ja gemeldet, wenn neue Abonnenten. Du musst ja immer dran sein. Wer dann musst du in selben Moment musst ein bisschen dran sein. Ah, okay. Ja. Und dann siehst du, was er als letztes angemeldet hat? Ja. Du nicht? Ich brauche Twitter nicht. Okay. Ja. Also fast nicht. Eben nur zum den Nadelstich setzen. Genau. 1000 Leute oder so im Erfolg. Nein, das habe ich so gemacht. Und eine ist ein Texter. Wieso machst du das? Einfach das Neugier an Menschen. Ja. Und einfach auch, ich wollte ein bisschen. Ich finde, wir müssen auch. Das ist ja ganz wichtig. Weißt, wir müssen im Gespräch bleiben. Ich wollte unbedingt, ich in diesem Land, dass wir eine Debatte führen über Argumente und über Sachen, wie sie sind. Also ich habe zum Beispiel. Ich habe das überhaupt nicht gern, dass man mir irgendwelche YouTube-Filme schickt. Das musst du jetzt schauen, dann kommst du raus bei Corona. Oder? Wenn haben wir eigentlich Debatten, so wie wir sie jetzt haben, abgeschafft und nur noch angefangen, einander YouTube-Filme um die Ohren hauen? Das finde ich keine gute Entwicklung. Wir müssen mehr miteinander reden und nicht einander YouTube-Filme schicken. Wir müssen mehr direkt miteinander reden. Oder zuhören, wie andere zwei vielleicht. Also, ich wollte nicht, YouTube-Filme sind gut, aber irgendwie so tun, als sei das gleichzusetzen mit einem Argument und einer Debatte zwischen den echten Menschen. Glaube ich nicht. Nicht leidest gut. Du an Corona nicht besonders? Nein, ich leide nicht besonders, weil ich privilegiert bin. Das ist klar, oder? Weil? Ja, ich habe immer einen Job gehabt. Wir haben sogar bei Tamedia Kurzarbeit gehabt, was ich nicht verstand, warum. Aber ja, ich wohne auch nicht in der Stadt. Ganze Maskenscheisse und all das. Ja, mal, das habe ich ja gesagt. Ich muss viel Zug fahren und das ist ein Scheissdreck. Aber weißt du, sorry, ich reg mich schon auf, oder? Aber es gibt Leute, die viel mehr in der Scheiße sind wegen dem. Ich will nicht, gar nicht darum, dass ich jammern höre, es geht mehr darum, dass du. Also bedrückt dir das nicht auch? Es gibt mir sehr zu denken, das habe ich glaube zum Ausdruck gebracht. Aber bedrücken, wir sind am Siegen. Sorry, du musst optimistisch sein und musst etwas tun dafür natürlich, weißt du, kannst du zurücklehnen. Aber irgendwie glaube ich wirklich, sie kommen nicht mit dem durch. Und gut, vielleicht reden wir in 2-3 Jahren, wenn wir noch dürfen. Und also du hast da gemeint, es gleich vorbei und haben gesagt, wenn du im Herbst nicht vorbei bist, kommst du eine Demo mit mir. Also das ist irgendwie so ein Demo-Typ, aber überlege ich es. Und morgen ist ja glaube ich das Weltwochenfest. Da bin ich aus irgendwelchen skurrilen Gründen eingeladen. Ich weiss nicht, ob ich da der Pause gelohnt sein soll. Ich glaube eben auch. Auf jeden Fall gehe ich gerne dort vorbei und werde noch eine Gelegenheit haben, fragen, ob jetzt eine Demo kommt, weil wir sind jetzt so weit, oder? Es geht länger, als die Leute meinen. Viele haben gemeint, es hört im Frühling auf. Da haben viele gemeint. Ja. Und es geht einfach immer weiter. Nochmal eine Runde und nochmal eine Runde. Glaubst du, dass es im Frühling aufhört? Nein, ich glaube nicht. Die historische Erfahrung zeigt, dass wenn Menschen Macht überkommen, dass sie nicht gerne hergeben. Es hat einen einzigen Diktator gibt's in der Geschichte, der seine Macht freiwillig hergeben hat. Könntest du den? Lass mich überlegen. Es ist eine amerikanische Stadt nach ihm benannt. Eine Stadt, die einen ganz komischen Namen hat. Und das ist wegen dem. Eine Stadt ist aber eine kleinere Stadt. Es ist nicht eine riesige Stadt, es ist eine mittlere Stadt. Ja, aber es ist sicher grösser als Zürich. Ein König, der freiwillig abtritt? Nein, ein Diktator. Ein Diktator. Ein römischer. Soll ich sagen? Oh Gott, ja, sag mal. Das ist der Cincinnatus. Oh, den kenne ich nicht. Cincinnati. Ah, Cincinnati. Ist nach dem benannt. Der Cincinnatus, ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wann er gelebt hat, aber das ist ein Senator gewesen, ein römischer, und ein erfolgreicher Feldherr. Und dann hat er sein Amt abgegeben, sich zurückgezogen auf seine, sagen wir, Finca, sein Anwesen, außerhalb von Rom. Und dann sind irgendwelche Barbaren gekommen, ich glaube, 13. Jahrhundert nach Christus. Und dann hat er ihnen gesagt, hey, Cincinnatus, du musst wieder kommen. Wir brauchen einen Heerführer und du hast das können und so. Und wir geben dir alle Macht für 90 Tage. Alle Macht, du kannst alles machen, was du willst. Wir ernennen dich zum Diktator und gehen heim, oder? Und dann hat der Cincinnatus gesagt, okay, das mache ich, ja, ist gut. Es geht darum, ob Rom überlebt.
Und hat das organisiert, Truppen und so, hat die Barbaren in die Flucht geschlagen. Und ich glaube, nach 25 oder 30 Tagen. Und dann ist er auf Rom gegangen und hat gesagt, so, das war's, Auftrag erfüllt. Ich gebe alle meine Kompetenzen und Konsequenzen gebe ich ab. Ihr könnt es wieder an, wir machen wieder Republik. Und ist wieder auf seine Finca. Wo ist der Cincinnatus, den man braucht? Genau. Und es ist aber lustig. Weißt, kannst du immer einen Bärse das stecken? Das ja, genau. beim George Washington, beim ersten Präsidenten der USA, oder? Mhm. Der war ja auch Heerführer. Gewesen. Und da hat es eine Debatte gegeben, ob er zum Beispiel sein Amt soll irgendwie weitergeben in der Familie, weißt du, eine Dynastie gründen oder so, oder? Und das ist eines der ganz extrem tollsten Dokumente, ist seine Abschiedsrede, also der Farewell Address von George Washington, wo er genau schreibt, das mache ich nicht. Das mache ich auf keinen Fall. Wir haben die USA gegründet, damit das nie mehr vorkommt. Oder? Und dann haben ein paar Bürger gesagt, eben der Washington hat sich ähnlich verhalten wie der Cincinnatus. Er hat darauf verzichtet, der Dynastie und so. Und zum Beispiel auch zu sagen, ja, wir führen jetzt gar keine Wahlen mehr durch. Nein, er hat es durchgezogen. Oder? Er ist abgetreten nach 8 Jahren. Und die Farewell Address ist wirklich cool, wenn er wirklich sagt, eine Demokratie ist immer in Gefahr, dass sie irgendwie gekapert wird, dass eben die Macht immer grösser wird. Und die Idee von der amerikanischen Verfassung, eben von Life, Liberty and Pursuit of Happiness, ist ja genau, dass man die Macht begrenzt, klein macht und dann teilt, oder, vertikal in 3 Gewalten, horizontal in 3 staatliche Ebenen, möglichst die kleinen Stückchen und die auf ganz viele Leute verteilen, weil nur dann ist es weniger gefährlich, als wenn sie geballt beim Herrn Berset ist. Kann Föderalismus die Lösung sein? In den USA sieht man, dass viele Bundesstaaten gekippt sind. Das ist immer für die Schweiz. Wir müssen noch extrem so sein. Ja, unbedingt. Wenn die Gesundheitsdirektoren würden die Chance packen und meine, verschiedene Wege gehen, aber dann gäbe es einen Wettbewerb von Ideen. Kann der Bruno Dammann das morgen entscheiden, was passiert im Kanzlergeheim? Ist nicht ein Rat, der gemeinsam das beschließt? Ja, der Rat gibt es, aber der ist eigentlich demokratisch nicht legitimiert. Und das ist die Gesundheitsdirektorenkonferenz und das ist ein Skandal. Ich habe schon mal gesagt, das Haus der Kantone, wo die heim sind, das ist höchst problematisch. Kantonsrat, das ist ein Kantons. Je nachdem, also es gibt Kompetenzen, die der Regierungsrat hat und es gibt Fragen, die man seinen Kantonsrat fragen muss. Da bin ich eben zu wenig. Ich auch. Gerade von dem Bundes. Aber es ist immer, Föderalismus ist immer die Lösung, weil da gibt es einen Wettbewerb von den Ideen. Dann werden die Arten von Politik obsiegen, die für die Menschen besser sind. Also der Bruno Dammann hat eine grosse Last auf sich. Wenn er da angekündigt hat, dass sich überlegen, das Zertifikat einzuführen für Restaurant, ich finde wirklich, das ist ein Dammbruch. Ja. Weißt du, dann mit den Konzerten und so ist sein, ich gehe eh nicht mehr dorthin, aber gar nicht um das. Ich denke jetzt, das ist für viele Junge schlimm. Also haben sie sich irgendwie versammeln, irgendwie sein, dann geht das ja noch. Aber wenn man mit dem Restaurant anfängt, das zu verbieten. Also kannst du schauen, bei dieser Pressekonferenz habe ich genau das der Alain Berset gefragt. Oder? Es ist ja dort so verschwurbelt in der Medienmitteilung drin gewesen, oder? Dass man es gar nicht richtig gemerkt hat. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, aber das ist ja dann, sie können ja dann das verpflichtend einführen, oder? Für das Restaurant. Und dann ist er hinter der Maske schon rot worden. Kannst du mir nicht einfach mal die Frage stellen, Herr Berset, in der Schweiz wird man im Schnitt 84, mit Corona stirbt mit 86. Wie viel älter, where's the problem? Nein, wie viel älter muss man werden als 86, dass sie heute alle Massnahmen beenden? Ja. Und die Frage kann niemand beantworten. Mhm. Die Frage habe ich da den Herrn Kovic da gefragt. Da ist am Schluss in einer kognitiven Dissonanz stecken geblieben. Aber das wäre doch eigentlich die Frage, wenn ich an die Konferenz gehen würde, würde ich jedes Mal diese Frage stellen. Weil da zeigt der Kaiser, dass er Kleider hat. Ja, du kriegst immer die gleiche Antwort über. Egal. Ja. Dann würde ich es jetzt mal aufnehmen, jedes Mal auf YouTube, auf Strich.tv ausschlachten. Wie viel älter als 86? Wahrscheinlich hat es das gar nicht. Der Witz ist eben, da kommt das Gegenargument, ein 86-Jähriger hätte ja noch 7 Jahre leben können. Und das ist ein Denkfehler. Ja, nein, es stimmt nicht. Hat der Konstantin Beck bei mir in der Sendung von unserer Federal mit Konstantin Beck hat er das super, super ausbeendet. Mhm. Wer ist der Konstantin Beck? Das ist ein Gesundheitsökonom Uni Luzern, der das Buch gemacht hat über die Übersterblichkeit, respektive die Untersterblichkeit. Und er hat auch die Studie da von der Taskforce, wo eben mit einer. Also er sagt, man muss nicht Tote zählen, sondern man muss nicht gelebte Lebensmonate zählen und die sind nicht 7 mal 12 ist 70. Er kommt auf 8 Monate, aber das stimmt eben auch nicht. Stimmt auch nicht. Ich weiß es. Aber auf jeden Fall hat er auf das Richtige hingewiesen, oder? Ja.
Nein, ich finde wirklich, ich meine ja, er ist sein Posten dann, er ist noch finanziert von einer Krankenversicherung. Das ist er los, oder? Mhm. Aber wegen dem? Das heisst, ich habe ihn ehrlich gesagt nicht gefragt. Aber, ja, aber jetzt ist er einfach nur Titularprofessor an der Uni Luzern und muss der Uni Luzern hoch anrechnen, dass er dort arbeiten kann. Wenn er auf zwei Rezente kommt, ist das Titel auch los, der Titularprofessor. Ist für gut, ist darum ist gut, gibt es Nebelspalter. Genau, kann man Titularprofessor behalten. Ich bin nicht Titular, ich bin Titular gar nicht. Genau, ich will sagen, bei dir kann er seinen Professortitel behalten und bei mir hat er ihn verloren. Genau. Darum ist gut, gibt es beide. Zu dir kann er kurz genau. Das wahrscheinlich nicht. Du kannst meine Sendung verlinken, wenn das jemand schauen will. Ja, wie lange ist das her? Das war Mitte Juli. Okay. Ich würde es nicht gerne verlinken, weil er sich irrt. Mit 8 Monaten von Lebensjahr. Du hast mir jetzt noch nicht zugelassen. Zuerst zulassen. Ja. Okay. Gut, was haben wir noch? Was haben wir noch? Privat? Nein, ich würde wirklich wundern, wirst du pensioniert als Journalist? Ich hoffe es irgendwie im Moment, ja. Ja. Als Nebelspalter, Bundeshauschef, als. Und irgendwie, ja. Aber ja. Was bist du für ein Jahrgang? 72. Ich tue mich nicht so mit der Pensionierung befassen. Sorry. Ja. Du dich schon. Eigentlich vor Corona habe ich gedacht, wo meine Tesla-Aktien rauf sind, jetzt habe ich vielleicht die Abend. Tesla-Aktien? Hilfe. Gut, wenn sie vor Corona gekauft hast, dann ist es noch gut. Dann bist ich habe sie beim allertiefsten Moment gekauft, bevor der Himmelflug angetan ist. Leider habe ich bei wie Corona viel? Eine oder 10 oder 500? Oder? Nicht genug, aber viel. Gut. Aber ja. es ist dann rauf und dann ist Corona gekommen. Und dann hat der, der mich überzeugt hat, zum Tesla-Aktien zu kaufen, im Podcast gesagt, so etwas wie Corona, das ist eine Zäsur, das wird lang dauern. So. Und dann habe ich in der Angst Aktien verkauft und dann wieder teurer müssen zurückkaufen. Und darum habe ich von dieser Rallye, von der Verzwanzigfachung, leider nur ein Stück können mitnehmen. Also, es ist immer besser, wenn sich der Aktienkurs verzwanzigfacht, als irgendetwas anderes verdreissigfacht. Genau. Das ist ein Blick, oder? Ich habe das schon verstanden. Ja. Ja. Bist du auch wie Aktien? Ja, ich habe ein paar, aber ich habe auch ein paar, aber ganz wenig, weil es ist nicht, bin nicht so flüssig. Ich glaube, dir geht es nicht schlecht. Nein, schlecht geht es nicht. Für sie steckt es ein lang jetzt. Ja. Und für das Büchli auch. Ja, genau. Ich gehe noch auf die Jagd, weißt, ich tue mich selber mit Fleisch versorgen. Tust du Jagd? Ja. Wow. Ich wäre gerne Vegetarier, aber ich schaffe es nicht. Ich würde lieber Veganer, aber ich schaffe es nicht. Aber dann muss ich sagen, wenn ich wenigstens Tier hätte, um mein Tier selber zu töten, dann hätte ich ein bisschen mehr Selbstrespekt. Oder? Aber ist es das auch, was du schiessest? Fast auch. Also ich tue nichts verkaufen, ich tue eigentlich alles selber. Also ich und meine Familie, ich tue es noch ein bisschen verschenken mit meinem Bruder, der Schaf hat, tausche ich in der Regel ein Reh gegen ein Schaf. Tauschhandel wie vor 12'000 Jahren oder so. Ja. Nein, ja. Und es ist schon, also weißt du, es ist nicht eine Frage von Eier haben. Es ist nämlich nicht einfach. Also morgen ist es vielleicht eine Frage von Eier haben. Genau, muss ich sagen. Sorry. Ja. Nein, ich kann nicht. Weißt, das Blöde ist, ich esse ja gerne Poulet-Fleisch, aber wenn ich müsste ein Huhn schlachten, ich würde sofort aufhören, Poulet-Fleisch essen. Aber ist doch auch, wir haben den Tod aus dem Leben verdrängt. Wir haben ihn ausgelagert an irgendeinen armen Sieg, wo pro geschlachtetes Huhn zahlt wird. Oder? Und an eine Fleischindustrie, ja. wo ich auch ist, absurd finde. Also, ist beschämend. Also ich schäme mich dafür. Aber ich muss sagen, auf der anderen Seite gibt es mir eine gewisse Zufriedenheit. Insofern, dass ich weiß, ich werde mal sterben. Und der Tod ist ja per se etwas Ungerechtes. Und eine Zumutung. Oder? Kann man sich empören. Ja. Brutale Zumutung. Genau. Und ich kann aber sagen, wenn ich ein Leben lang Fleisch gefressen habe und für den Tod von so vielen Tieren verantwortlich bin, dann muss ich sagen, ich habe mit einem guten Gefühl gehen. Wenn ich jetzt Veganer wäre, wäre der Skandal vom Tod absolut unverdaulich für mich. Oder so, das haben wir noch nie überlegt, aber das könnte der Grund sein, warum dass man die moderne Gesellschaft, die beim Essen den Tod so verdrängt, auch mit dem Tod aus Krankheit ein grösseres Problem hat, als vor 50 oder weiß nicht, 100 Jahren oder so. Das könnte schon sein. Also meine, es ist halt, wenn du jagst, dann ist auch das Sterben ist präsenter. Oder? Ich,
Ich liege am Waldrand und ich schaue. Und wenn dann das Tier so ist, wie es der Kanton Bern von mir verlangt, dann nämlich in guter Schussweite und. Genau, hinten dran ein Kugelfang und es muss das richtige Geschlecht haben, das richtige Alter muss es haben. Kugelfang lange den Baum, oder? Im Gesetz steht, glaube ich, einfach Kugelfang. Also du musst einfach... Du bist nicht der Berse. nein, auf keinen Fall. Einfach, ja, du bist natürlich verreift, bist natürlich haftbar, auch wenn etwas passiert. Oder? Ja, und... Ja, es hat schon etwas Spezielles, wenn man dann das isst und wenn man das... Du schiessest das Reh, es ist noch warm, tut man es dann gerade aufschneiden, noch nicht? Oder? Muss es, mal. Also, wieso eigentlich? In der Regel tue ich, es ist immer sehr ein emotionaler Moment. Es tut mich auch sehr berühren. Wieso machst du denn? Man ist ganz eins denn mit dem Tier und geistig und mit der Natur. Ein bisschen wie Sex. Nein, das ist ein komischer Vergleich. Du bist wie ein Teil von dem grossen, ewigen Kreislauf in dem Moment. Und dann bin ich immer ein Moment ruhig, vielleicht 4-5 Minuten, weiß nicht genau wie lange. Oder? Und dann musst du es aufmachen, weil das Tier hat ja ein Verdauungsapparat drin, der gärt und schafft. Und wenn das würdest du loslassen würdest, würde das irgendwann platzen und dann ist es nicht mehr essbar. Genau. Und ich finde wirklich, ja. Und ich finde, man muss jagen zum Essen. Gut, es gibt noch die, wo man kann ja sagen, man muss vielleicht Populationen klein halten, um irgendwie Schädling, zum Schaden abwenden. Stimmt vielleicht, wenn man keine Leute haben. Genau. Keine Wölfe haben. Genau. Aber irgendwie, ich finde, ein Jäger ist kein Schädlingsbekämpfer. Also irgendwie müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht in die Rolle gedrängt werden. Und also dann nimmst du das Gewehr, gehst in den Wald. Hast du einen Wald zuteilt, wo du hingehst? Nein, oder? In Bern ist Patentjagd, kannst du überall hin. Einfach ja. Ja. Und das Patent kommt man also rüber, überall, wenn du am Schüsselstand von bewohnten Zonen und ein paar anderen Gebieten. Das Patent kommst du überall, wenn du gut am Schüsselstand bist und ein gewisses Know-how hast, noch, musst du noch eine Prüfung ablegen. Gut, ich bin Historiker, nicht irgendwie eine andere. Also die Prüfung war huere schwer gewesen. Ich habe glaube noch nie in meinem Leben so mehr auf eine Prüfung gelernt. Als war denn? Was ist denn da schwierig? Ja, also einfach extrem viel. Es sind, ich weiß nicht mehr im Kopf, wie viele Fächer, aber Jagdrecht, Tiermedizin, Tiermedizin Pflanzen. Ist eine gewisse Ironie dahinter. Ja, also du musst feststellen, ob das Tier gesund ist oder ob es eine Krankheit hat, die wir verhindern, dass du es kannst essen. Und ob es tot ist. Ja. Gut, das ist nicht so schwierig. Nein, und dann ist es irgendwie 4 Stunden schriftlich und dann am Nachmittag irgendwie, ich glaube, 6x30 Minuten mündlich und dann noch praktisch. Und dann nimmst du das Gewehr und gehst allein? Am Morgen geht man allein, am Abend auf den sogenannten Ansitz und unter Tag ist man in Bern, ist die maximale Gruppengröße 5. Wir haben keine so grosse... Also wieso ist man am Morgen allein, weil die anderen zu voll sind zum Aufstehen, oder? Nein, weil du dort gehst, eben auf den sogenannten Ansitz, da sitzt du eben irgendwo und du schwörst dann mit dem Kugelgewehr bis maximal 200 Meter ein Reh schiessen und unter Tag... 200 Meter? Ja, maximal. Aber du darfst von da bis dort hinten... Ja. Darfst du abknallen? Findest du das viel? Einfach, wenn es einen Kugelfang hat, hinten, wo nicht der Berse ist. Genau. Okay. Und... Und das machst du mit dem Kugelgewehr, mit dem Zielfernrohr. Ja. Und untertags machst du eben mit dem Fünften eine kleine Treibjagd. Weil dann ja die Tiere nicht mehr, dann sind sie im Wald und verstecken sich. Oder? Darum am Morgen und am Abend machst du die andere Methode. Und, aber das ist weh. Ich sehe manchmal, wenn ich spazieren gehe, sehe ich so ein Reli auf der Straße. Es tut mir im Herzen weh, das zu schiessen. Das ist so herzig und unschuldig. Ja. Wenn du denkst, ein Fleischfresser willst du anlegen. Kennst du... Wie heißt der geheißen? Der Grey. Unter Wölfen oder so. Mit dem Liam Neeson. Grandioser Film. Das ist der Flugzeugabsturz. Er ist eigentlich einer, der am Nordpol oder am Südpol, keine Ahnung, wo die Wölfe schiessen, damit die anderen können das Öl fördern oder so etwas. Und dann kommt das Flugzeug, stürzt ab und dann müssen sie das 6. überleben gehen und sie werden verfolgt von einer Truppe von hungrigen Wölfen. Grandios philosophisch, grandioses Finale. Muss man aufschreiben. Der Grey. Die Grau, das Grau. Okay. Und damit ist das Wetter gemeint, wie es im Schnee spielt, aber wahrscheinlich noch mehr über die Wölfe oder mit dem grauen Fell. Und er ist also wirklich tiefgängig und schön, also schön, ich will nicht verraten, gutes Finale. Und dann wird er an 2-3 Mal geschaut, ja. Und also nochmal, du bist vor dem Reh und du schiessst so ein herziges Tierli ab. Und wie du musst.
weil es einfach, es gehört zum Handwerk. Es ist letztlich das, was wir machen. Das ist, es ist der, wie, wie, es ist der, eben, es gibt Jäger, die sagen, es ist wie Ernten. Es ist wie etwas, natürlich etwas nehmen aus der Natur, einverleiben, verfügbar machen, klar. Ja. Aber aus 200 Metern, das schießt sicher mal daneben und dann rennt das Reh halb tot davon. Das darf nicht passieren. Für das gehen wir eigentlich die ganze Zeit in den Schiessstand. Aber es passiert zwischendurch, ja. Ja. Ja, und dann gehst du auf die Suche, bis du es gefunden hast, oder? Ja, also für das hat man spezialisierte Hunde. Aber es ist auf 200 Meter mit dem Zielfernrohr ist es, ja, also machbar. Und ich muss dir sagen, ich habe für mich persönlich... Schießt du auf den Kopf, oder? Nein, auf die Seite. Du probierst Herz oder Herzkranzgefäß, Aorta oder so zu brechen. Dann ist es sofort tot. Auch wenn du leicht verfehlst, noch tot ist, oder? Ja, einfach in die Kammer rein. Man nimmt ja auch Munition, wo aufpilzen, sagt man dem, also wo, ja, wo so aufsprengt und wo dann... Damit es schnell geht. Damit es schnell geht. Und ich muss dir sagen, ich schieße nur, wenn das Tier wirklich so im rechten Winkel zu mir steht. Und auch wenn ich in einer Position bin, wo ich sicher schiessen kann. Ich tue sehr oft den Finger gar nicht krümmen. Ich schiesse nicht wahnsinnig viel Rehe. Wie viel im Jahr? Jetzt habe ich 4. Man muss ja beim Kanton die WIP stellen. Ja. Du musst angeben, wie sehr viel. Unromantisch, sehr unromantisch. Sehr unromantisch. Aber weißt, der Staat ist immer unromantisch. Sorry. Ja. Das weißt du ja. Ja, ja. Ich kann es erfahren. Genau. Ja. Jetzt haben wir eine sehr sexy Polizistin gesehen, aber die war auch nicht romantisch zu mir. Nein, und dann 4 und dann kannst du nachbestellen, wenn du irgendwie zu früh fertig wärst. Aber so irgendwie 4 oder 5. Das essen wir dann. Mhm. Okay, das ist interessant. Das ist jetzt etwas, was mir. Also, das ist überhaupt kein moralisches Urteil dahinter. Jetzt hat ein paar Mal der Erwin Kessler mir zu Gast gehabt, der vegan ist und freie Tierfabriken und so. Mhm. Der hat eine ganz andere Meinung. Der findet das grausam. Und ich finde, solange ich selber Fleisch esse, kann ich gar nicht urteilen moralisch über so etwas. Wenn ich selber Fleisch esse, dann müsste ich das auch machen. Ich muss auch den Jagdschein machen und mein Tier selber essen. Kommt vielleicht dazu, dass ich Wild nicht mehr so gern habe. Wildfleisch. Aber es ist das beste Fleisch, was es gibt, weil das Leben, das Tier hat das Leben gehabt, bevor es gestorben ist. Da kann man bei den allermeisten anderen Tieren nicht sagen, wo man isst. Es gibt einen wunderbaren Artikel von Greenpeace Deutschland, wo sagt, der Titel ist irgendwie frei, fair und öko. Und das ist halt wild. Ja, das ist das Fairste, was es gibt. Weil das ist das Schlimme. Das Schlimme ist nicht, dass ich töte, um zu leben. Das Schlimme ist, dass das, was ich töte, ein Leben von Leidigkeit und gar nicht richtig gelebt hat. Ich glaube, ein Huhn schiesst man nach 5-6, also schiesst man, köpft man nach 5-6 Wochen, oder? Ja, ich weiß es nicht. Und Kalbfleisch, ja, das sind ja alles Babys, die man da mehr oder weniger ja da... Und das ist auch, ich meine, wir müssen vom Kanton aus, müssen wir kleine Rehe schiessen, also Kids. Ja. Ah, die mit den 12 Ändern und so, das dürft ihr nicht schiessen. Das sind Hirsche. Das sind Hirsche. Aber, und das ist, also ich, das letzte Jahr habe ich das zum Beispiel, das Kitz habe ich dann nicht geschossen, weil das mache ich nicht gerne. Aber junge Hirsche, alte Hirsche dürft ihr schiessen? Ja, also beim Hirsch ist sowieso im Kanton Bern, erstens ist das Patent wahnsinnig günstig und du darfst eigentlich pro geografischen Perimeter so viel schiessen, wie der Kanton dort freigegeben hat. Also wenn du da jeden Morgen Zeit hast und am richtigen Ort bist, dann schiessst du vielleicht 10, oder? Und jemand anderen schiesst dann keinen. Also das hat damit zu tun, dass der Kanton Bern ist ein grosser Waldbesitzer und für die Waldbesitzer und die Förster ist nur ein totes Reh oder ein toter Hirsch, ein guter Hirsch. Also das ist wirklich, das finde ich extrem. Oder also bei wem ist das so? Bei den Förstern, oder? Weil natürlich, klar, wenn du... Die machen jetzt Bäume kaputt. Ja, also kaputt, das ist ja Natur. Das ist ja eben, ich sehe es auch nicht ganz so eng. Es ist klar, man muss dann manchmal schauen, dass der Jungwuchs raufkommt. Da kann man Schutzmaßnahmen machen. Machen übrigens auch wir Jäger. Wir gehen so Röhren dort aufstellen. Das ist sicher auch schon mal gesehen. Genau. Ja, und es ist auch klar, dass es irgendwo einen Bestand gibt an Hirsch und Reh, wo zu viel ist. Das gibt es, oder? Man muss dann vielleicht eingreifen. Aber ich finde, in der Schweiz haben wir jetzt einen Überbestand. Es gibt halt verschiedene Meinungen. Aber also dann freut sich eigentlich die Förster über die Jäger? Extrem, ja. Und sie wollen eigentlich, dass wir eine Pflicht haben, noch mehr zu schiessen, oder? Aber es sind eigentlich kommerzielle Interesse, einfach, dass damit ihre Bäume gut wachsen. Genau, und dass sie weniger Arbeit haben. Das ist schon unglaublich. Wenn man etwas hineindenkt, ist es einfach ein Wald. Oder sieht das ein Naherholungsgebiet und dann bist du am Schluss einfach ein Business. Ja, aber das ist der grosse Irrtum. Dass wir das Gefühl haben, überall was grün ist, ist Natur. Das stimmt nicht. Es ist eine Kulturlandschaft, die wir haben. Mhm. Oder? Also, auch die Wälder. Auch die Wälder?
Insbesondere, oder? Und also meine, das ist ja auch nicht, ich will das unwertend verstanden wissen. Also weil das ist, wir haben immer mit dem Wald gelebt und haben dort auch Sachen rausgeholt. Sei es Wild, sei es Holz, sei es Beere, sei es Pilz. Bist du ein guter Pilzler? Nein. Aber so Steinpilz ist doch besser als Wild. Am besten ist Wild mit Steinpilz. Aber ich sehe es nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Ich muss immer mit anderen gehen. Ich kenne nichts. Ja, okay. Okay. Ja, das ist eine grosse Schwäche. Hey, spannendes Jagdrevier noch erörtert. Vielleicht kommst du wieder mal in meine Sendung, wenn der Corona-Misch vorbei ist oder voran. Ich danke dir auf jeden Fall. Bei mir kommen die Leute praktisch, ich habe noch etwas Kleines für dich, aber ohne Honorar zu unserer Sendung. Und darum bin ich besonders dankbar, dass du als etablierter Bundeshauschef, neben Spalter, als etablierter Bundeshauschef, neben Spalter, zu unserer Sendung gekommen bist. Gut. Oder bist du noch nicht so lange dort? Nein, ich bin schon lange dort, aber ich glaube etabliert, für das musst du im Mainstream sein. Was ist das sympathischste Bundesrat? Und welches ist der intelligenteste? Also, der sympathischste? Der Guy Parmelin. Schon? Mhm. Der nichts versteht? Einfach darum, weil man nicht versteht? Also, ja, okay. Guy Parmelin. Mhm, sehr ein sympathischer Typ. Ja. Der intelligenteste. Look, es ist einfach. Der Berset ist wahrscheinlich ein Smarter. Er ist brutal smart. Ja, das macht es so enttäuschend. Ich habe gemeint, Intelligenz. Aber wir gewinnen trotzdem. Ich habe gemeint, Intelligenz schützt vor Dummheit, aber. Denkfehler. Das ist blau. Das ist ein dummer Gedanke. Das zeigt, dass ich dumm bin. Dass ich meine, dass ich Intelligenz vor Dummheit schütze. Du hast wieder Wörter falsch gebraucht. Schon wieder. Ich tue eigentlich nicht die nächste Kolumne. Du schreibst ja, machst nicht nur einen Podcast, oder? Du ich tue eigentlich vor allem schreiben, ja. Genau, dann Leute, verspreche ich. Ist das aber hinter der Paywall dann mit dem Nebelspalter? Ja. Was kostet das Abo mit dem Nebelspalter? 16 Franken im Monat. Im Jahresabo ist es ein bisschen günstiger. Oder man kann 10 Monate, oder was zahlt man im Jahresabo? Das muss ich rechnen. Ich glaube 11 Monate. Ah, schau, das ist interessant. Ich bin ein billiger. Ich koste $15 pro Monat. Okay. Und wenn man das Jahresabo löst, 10 Monate. Okay. Und man kann aber auch Einzelartikel, also du kannst jeden einzelnen Corona-Artikel kaufen, wo man findet, wenn man Corona in die Suchmaschine eingibt und wo man ab heute Abend noch etwas besser findet. Ja. Weil wir eine neue Struktur haben. Dann kann man die einzeln kaufen für 1,60 Franken. Und wenn du zum Beispiel im Monat August 2 Artikel gekauft hast und dich dann entscheidest für das Monatsabo, wird es angerechnet. Das ist schlau. Was ist das für eine Software? Das ist eine Software, die neu ist von unserem Techniker. Ja. Mhm. Das ist selber entwickelt von Grund auf. Das ist ein Plugin auf WordPress-Basis oder so etwas wahrscheinlich. Nein. Also jetzt, du bist mich, ich bin nicht Informatiker. Ich glaube, er hat das selber entwickelt. Also, aber, wahrscheinlich nicht. Es gibt so viele Plugins, es gibt so viele Tools und Bausteine und ist alles zusammenklicken. Ja, aber man muss sagen, Nebelspalter hat eine schöne Webseite. Sicher, optisch quasi. Bin ich neidisch, ja. Okay. Ja, haben wir schön gemacht. Die wird noch schöner heute Abend. Wirklich? Hast du schon gesehen? Ja. Okay. Dann freuen wir uns alle brennend auf den neuen Nebelspalt, wo der @Feusel oder? Auf Twitter aktiv ist. Und ich danke dir ganz herzlich fürs Kommen. Ich weiss nicht, ob es zeitlich langt für eine ultimative Konversation. 2:20. Das wird doch eine. Weißt du, ich habe eine Rubrik, die ultimative Konversation. Okay. Ich komme auf eine spezielle Webseite bei mir. Okay. Und da sind aber Leute, die gewisse Bekanntheit oder Format haben. Meistens, eigentlich müssen sie beides haben. Der Göhle ist drin. Also Format, hein? Der Göhle ist drin und der Köppel und der Rima. Und jetzt willst du mich dort. Und der Philipp Gut weiß, aber auch. Also fast zu viel. Nicht nur Stars, wirklich Leute, die schreibwütig sind. Ja. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich mein Geld verdiene, ist übertrieben. Aber dass ich meinen Lebensunterhalt bestreite mit Video. Ich habe früher auch gerne geschrieben, aber mittlerweile gefällt mir, glaube ich, die Energie. Ich finde es viel, viel schöner, wenn man einfach reden kann. Ist auch cool, aber ich tue gerne auch eine tolle Recherche, ist einfach wirklich, da kannst du wirklich Leute auch mitnehmen und eine Argumentationskette aufbauen. Oder beim Kommentieren auch, quick and dirty Kommentar, 2000 Zeichen, finde ich ganz cool. Das ist richtig eine Linie,
erziehen und dann eben mit kluger Wahl der Worte probieren, Leute zu überzeugen. Das stimmt, man könnte viel präziser sein mit Worten, die wo man niederschreibt. Also etwas, und es zwingt zur Kürze. Ich meine, ich finde es cool, wenn wir irgendwie zwei Stunden irgendwie diskutieren, aber ja, wir müssen, um Leute erreichen, müssen wir auch noch kurze Sachen machen. Ich habe das Gefühl, das ist wieder ein Denkfehler. Von mir? Das stimmt natürlich schon, aber das stimmt schon auch. Aber ich denke jetzt, was wir da machen jetzt, ist etwas, was Schweizer Fernsehen nicht bieten kann. Nein. Weil die können zweieinhalbstündige Informationen. Statt irgendwie am Morgen um 10 Uhr irgendwelche US-Serien bringen, können sie dich bringen. Ja. Oder? Nein, weil ich kann mir nicht kaufen. Zumindest das SRF kann man nicht kaufen. aber wenn es dir einen Sendeplatz anbietet? Nein, da würde ich dann schon ganz oben rein, damit ich aufräumen. Alles andere. immer alles oder nichts. Ja, absolut. So gewinnen wir nicht. Nein, das ist wir gewinnen, aber SRF ist Feindesland. Es gibt kein Feindesland. In einer Demokratie gibt es nur Leute, die noch nicht überzeugt sind. Es gibt Feinde dagegen der Freiheit. Ja, das gibt es. Ja, klar. Und im Moment ist der Staat der Feind der Freiheit. Das war ja immer gewesen. Der Leviathan. Das ist ein Monster, ein Urmonster aus dem See. Oder wo ist das? Aus dem Meer. Erzähl, was ist das? Es ist ein Ding, es ist Hobbes, oder? Er hat das Buch geschrieben, 1600 irgendetwas. Auf dem Titelbild siehst du eben das Seemonster. Und an der Spitze ist der König und das hat so Tentakeln und das, ich komme mir sehr oft vor, die Bundesverwaltung ist so, so etwas, der Leviathan, so ein grosses Monster mit wahnsinnig vielen Leuten, die in diesen Tentakeln rein, dann auf Sachen zugreifen und so. Und es klingt jetzt ein bisschen heroisch und viel heroischer, als mein Alltag tatsächlich ist, aber man muss ja so Bilder manchmal ein bisschen im Kopf haben. Aber stimmt denn da, dass die Verwaltung mächtig ist, dass der Bundesrat kommt und geht und die Verwaltung bleibt? Der Karl Böckli Bö hat in den 50er Jahren im Nebelspalter Print folgendes, er hat einen Verwaltungstyp gezeichnet und darunter hat er geschrieben, wer sitzt in Bern und gibt dem Lande die Gestaltung? Ha, zweitens ist es der Bundesrat und erstens die Verwaltung. Jetzt kommt, du kannst es noch auswendig. Hast du jetzt ganz Nebelspalten 150 Jahre lang zugelassen? Nein, aber die Karikatur hängt bei mir schon im Büro seit der Batz-Zeiten. Weil das ist kein Lebensmittel, aber ein Lebenshilfsmittel. Was? Der Nebelspalter? So Karikaturen. Ach, Karikaturen. Die Humor. Ja, und so treffend. Ich meine, 50er Jahre. Weißt du, es ist heute noch viel, ich bin überzeugt, ich habe es 50 Jahre nicht erlebt, aber ich bin überzeugt, es ist jetzt noch viel schlimmer. Es ist noch viel extremer, wie die Verwaltung mächtig ist. Ich tue manchmal, wenn ich irgendwie bei ganz gescheiden Leuten bin, stelle ich die Frage, was ist die mächtigste Lobby in der Schweiz? Und dann kommen sie irgendwie mit den Gewerkschaften, den Bauern, den Töchtern. Du meinst die Behörden? So. Das ist die Verwaltung. Kein anderer Club ist immer am Tisch, wenn Entscheidungen gefällt werden. Immer. Spannend. Bedrohlich. Vor allem, wie soll man es anders ändern? Wie soll man das ändern, außer durch Revolution oder Krieg? Geld entziehen. Referendum. Der Bloch hat probiert, stimmt er, dass er 25% der Kosten gesenkt hat, ohne Streichen von Dienstleistungen? Ja, das glaube ich, ja. Also kannst wirklich. Ich habe einmal vorgeschlagen, man könnte diesen Abteilungen einen Bonus geben. Wenn sie 25% sparen, können sie 5% von dem haben. Eine ganz böse Leserbrief bekommen. Der Vorschlag, wenn ein Behörde. Das Bundesamt für Schüdelidü ja. spart 25%, dann können sie 5% nachher eine Riesenparty machen. Würde ich gerne. Geile Idee. Mein Vater hat vor 30 Jahren gesagt, man sollte das wichtigste Gesetz, das man einführen sollte, ist, dass wenn man ein Gesetz schafft, dass man zwei muss abschaffen. Das ist auch, die Regeln gibt es. Ja. Aber du siehst, darum muss man eben Finanzpolitik muss man auch machen. Man kann nicht nur Corona-Politik machen. Muss Finanzpolitik ist ganz, völlig unterschätzt, Finanzpolitik. Ja, am Schluss ist immer das Geld regiert. Und ja, Geld ist der Hebel. Und ich meine, warum kann die Verwaltung machen, wie sie will? Weil der Geldfluss ist garantiert, sie muss nichts verkaufen. Du und ich, wir müssen etwas verkaufen. Oder? Das ist ja der grosse. Und darum sage ich, moralisch sind wir schon der Verwaltung überlegen. Weil wir, die Einnahmen von uns basieren auf Freiwilligkeit und ihre basieren auf Zwang. Die einzige friedliche Art, den Staat zurückzustutzen, ist Geldentzug. Das ist nicht der einzige, aber es ist ein wesentlicher. Die anderen sind Referenden, zum Beispiel gegen das Covid-Gesetz oder Initiativen oder in Wahlen ins Parlament. Also, es gibt verschiedenste Wege. Aber man darf nie vergessen, das, was das Ding am Leben hält, ist natürlich das Geld. Oder? Und wenn das Geld da ist, wird es ausgegeben. Es wird nie,
Es wird nie Steuergutschriften gibt es eigentlich nie. Es gibt nur Steuererhöhungen. Wenn du Bundeshauschef Nebelspalter bist, dann musst du Bundeshausmitarbeiter haben. Ja, habe ich einen. Der Serkan ist leider krank im Moment. Aber er kommt am 5. September wieder zurück. Also bist du im Moment noch nicht Chef, erst am 5. September wieder. Genau, im Moment bin ich alleinstehender Chef. Ja. Genau. Das ist ein lustiger Titel für einen Journalist. Aber ich freue mich sehr, dass ein Bundeshauschef zu mir an den Tisch gekommen ist. Ich habe der den Chef von Stricker TV das stimmt, am Tisch. Aber ich bin nur von mir selber Chef, er ist Freelancer. Oder? Ja, das ist, eben, du bist von dir, das sind wir ja gleich. Ich bin auch von mir selber Chef. Bundeshauschef, wenn ich der Einzige bin. Ist der Markus so ein guter Chef? Er ist ein hervorragender Chef. Manchmal ist er ein bisschen chaotisch, aber ich hoffe, er lässt nicht so weit zu. Nein, er ist manchmal ein bisschen chaotisch, wie halt geniale Leute sind. Aber, ist er freundlich zu der Sekretärin? Wir haben keine Sekretärin, das können wir uns nicht leisten. Okay. Ihr habt 5-6 Leute, die machen das alles. Ihr habt noch freischaffende Journalisten und so. Genau. Und natürlich Teilzeitleute und so. Also, Wie viele haben wir schon verbraten für 7 Millionen? Ich weiß jetzt nicht auswendig. Und wenn du es auswendig gewusst hast, würdest du es sagen? Nein. Come on, ist ja klar. Du sagst auch nicht, wie viel du einnimmst oder so. Nein, das Vermögen. Ja. Weißt du, was ist das Problem? Ein Tesla. Ich habe es wirklich überlegt, das alles zu sagen. Aber das Problem ist, wenn ich die Zahl sage, sagt man entweder, ich sage ein riesen Loser oder ich bin ein Krisengewinner. Und darum schreibe ich meinen Shop, bin jetzt mal prophylaktisch, ich bin Krisengewinner, weil ich auch im Krisengewinner-Shop überteuerte Sachen verkaufe. Oder? Aber das ist das Problem, man tut das gegen einen auslegen. Also wenn ihr Erfolg habt, dann heisst es, ja, ihr habt es nicht mehr nötig, ihr seid arrogant. Und wenn es nicht läuft, heisst es, ist ja klar, es ist ein Rockerbier. Nein, come on, es ist privat. Es ist privates Geld, es geht eigentlich niemand etwas an. Beim Staat ist das anders, öffentliches Geld. Ich finde es eben schade, ich bin gerne offen. Aber da haben wir Gedanken gemacht, dass gegenseitig würde ich sagen, der Oberloser oder der Oberkrisengewinner, es gibt gar keine Zahl, auch wenn es die mittelste, kommt eh alles vom BAG. Auch wenn es die mittelste mögliche Zahl wäre, würde man sagen, mich auslegen. Ja. Aber es hat gelangen zu einem Studio mieten. Ja. Hey, schon super. Ja. Also irgendwie beeindruckend. Vor allem die Tonabsorber, das müssen wir im Fall auch haben für unseren Podcast. Das ist genial, ich habe dann vermittelt, hat mir das nämlich... gratis angemacht. Bei euch kostet es sicher, weil ihr habt 7 Millionen. Für den jetzt noch 6 oder 7 Mal. Für den noch 5 Millionen. Genau. Ich könnte es auf eigentlich nicht. Das kann man sicher selber basteln. Das ist irgendwie, was ist das hinten dran? Nein, das spezielles Material habe ich gestern gesehen. Das ist immer speziell. Eschbach Schokolatier, der hat die auch oben. Also ich meine, das sind Schoki. Ja, nein, gestern hat die genau die gleiche. Da gibt es in verschiedenen Formen. Die sind sensationell. Und der Teppich hat mir einen anderen Zuschauer spendiert. Der ist auch super, der hat auch viel ausgemacht. Das glaube ich sofort. Jetzt wir haben eben Parkett und ganz schlimm im Medizentrum, wenn man Laminat. Das ist, ja, das steht aus einer psychiatrischen Klinik. Ja, nein, und nur die SRG, die haben Parkett. Das ist, wenn du auch siehst, das sind die feinen Unterschiede. Die ersten 3 Stöcke im Medizentrum ist SRG und ist Parkett und schöne Möbel. Ja. Und dann kommt oben dran die Laminat. Psychiatrische Abteilung. Ja, bei mir fehlen noch Vorhänge. Ja. Möglichst lichtdicht wird sogar, dann ist der Schall dann richtig gut. Jetzt ist immer noch ein kleines Echo. Ich beneide den Joe Rogan, mein Lieblingspodcaster. Aber der hat 10 Millionen Abonnenten, dem geht es finanziell besser. Das ja, Geld für die das ist das Problem, dass wir einfach unsere Reichweite ist ein bisschen eben an die Sprache gebunden und ja. So. Aber ich finde es eine gute Entscheidung, dass ihr auf Schweizerdeutsch macht. Das finde ich super. Ja, du musst halt den Leuten erreichen. Ja. Und jeder kann schnorren, wenn ein Schnabel gewachsen ist. Das ist etwas Schönes. Die kann man handschütteln. Ja. Dominik, freut mich sehr. Freut mich auch. Danke, dass du zu Ende gekommen bist. Ja. Und ich hoffe, das Gespräch so inspiriert wie mich. Wir sind in unsere Tore geraten. Wir können zusammenfassen, ich habe recht. Ja. Grossartig. Ich würde es anders zusammenfassen. Alles wird gut. Hey, also, jetzt habe ich die Schnorren.